Winner Chicken Dinner. Hallo, herzlich willkommen zu Battlegrounds mit vier hungrigen Männern. Oh ja. Mit dabei sind sie alle. Alle, die wichtig sind, alle, die gut sind. Die einzigen, die überhaupt schon mal ein Chicken Dinner gewonnen haben bei Battleground. Und zwar Clemens. Nee. Timo. Ja, du nicht. schon mal falsch. Im Zweifel einfach nicken, ne? Aber ja. Außerdem Timo natürlich und das personifizierte menschliche Airhorn. Micha Krogmann. Wir haben eben schon ein bisschen getestet, es lief perfekt. Super. Und es ist richtig perfekt. Ist bereit. Wir haben uns auch eben gerade schon für einen Anführer entschieden. Das macht in diesem Fall der Timo. Warum? Willst du nochmal zusammenfassen, warum? Weil Krogi das so bestimmt hat. Nee, komm, du hast schon sehr gut auf der Gamescom genau. Spiel geleitet und du hast es dir schon verdient. Das finde ich auch. Das möchten wir schon mal sagen. Vielleicht das auch. Ihr könnt aber natürlich trotzdem gerne voten, wie immer im Chat, wer als nächstes der Anführer sein soll. Erwartet aber keine Besserung. Also wenn das jetzt nicht besser, wenn das jetzt nicht gut ist, es wird nicht besser dadurch, dass ihr einen anderen Anführer bestimmt. Aber trotzdem, hoffentlich haben wir alle viel Spaß. Gut, seid ihr bereit, Jungs? Yes. Ich bin sowas von bereit. Okay. Jetzt muss ich noch starten, fällt mir gerade auf. Helme auf. Ich bin dann mal ganz beendet, aber ich bin gleich da. Nice, Mann. Was hast du gemacht? Sofort da. Achso, du hast neu gestartet? Absolut. Können wir trotzdem reden. Lass mich doch mal reden. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. ich bin wahrscheinlich der Problemfall heute. Ey, wir sind ein geiles Team, darum geht's. Keineswegs. Weißt du, Probleme gibt's bei uns nicht, es gibt nur Lösung. heute nur Lösung. Nur Lösung. Da bin ich doch. Da bist du doch. Geh doch mal ready hier. Ready. Eigentlich hättest du dir noch was kaufen können, Timo, ne? Machst du in der nächsten Runde. Zeig's mal, was du. Gerne okay, Randy geht nicht. Ihr müsst mich nochmal noch kurz neu einladen, glaube ich. Ja, ich kaufe was. Lad mich mal, du bist aber hier schon drin. Bei mir. Ja. Warte, ich lade dich nochmal an. So. Refresh. Sehr interessant, Clemens. So, warum bist du doppelt? Sollen wir haben? Jetzt ist er drin. Ein Code wollen wir haben, ne? Ein Code wollen wir. Ja, öffne mal. Do it. Die habe ich auch, die Mütze. Guck mal, die trage ich gerade. Okay, schon los. Du kriegst du 3 Cent. 3 Cent? Holy moly, gemachter Mann. Yes. Ey. Hättest du davon 3 Millionen? An. Ja, mal gucken. Behalte es dir, vielleicht steigt der Preis. Ist ja bei Counter-Strike auch passiert. Oh, Nebel. Oh, Silent Hill. Oh, hatte ich noch nie. Hatte ich auch noch nie. Silent Hill-Modus. Deswegen verloren. Ist mein Rechner auch direkt abgekackt. Ja. Timo, kannst du kurz die mögliche den Plan kurz erläutern? Ja, Timo, das mach mal. Ich frage mich erstmal, warum ich nackt bin. Frage ich mich auch gerade eigentlich. bin es auch. Ja, also ich bin ja eher so ein bisschen, ich bin noch am Anfang ein bisschen safe, ein bisschen Defense. Auch eher weiter weg den Drop als direkt in die Action. Und immer Auto haben. Das ist unser Plan. Oh ja. Immer ein Auto? Also direkt da droppen, wo man. Naja, nicht unbedingt, aber so ein bisschen schon frühzeitig ein Auto zumindest so Ausschau halten. Gerne. Das finde ich gut. Ja. Lass uns cool kommunizieren, lass uns irgendwie Munition mitnehmen, wenn es geht. Lass uns dann irgendwann absprechen, wer was hat. Und dann, ey, dann rocken wir die Scheiße. Mir fällt auf, es macht gar keiner mehr eine Schlange. Ist jetzt langsam alt geworden, oder? Tatsächlich, ja. Also das scheint. Aber diese Nebel-Map kenne ich auch noch gar nicht richtig. Also die gleiche Map natürlich, auch mit dem Nebel. Ich bin so gespannt. Okay, Leute, lass uns richtig fett abräumen. Ja, Mann! Das ist Motivation. Okay, wo geht's hin? Karte, markieren. die Route mag ich gar nicht. Hospital, maybe? Oder Shooting Range? Hospital ist mir ein bisschen zu krass auf der Route. Okay. Ich würde eher sagen, wir fliegen so ein bisschen weiter hier oben hin. Zu den dicken Häusern. Mhm. Manche mögen die ja nicht, ne? Ich finde die eigentlich ganz okay. Ja, ich habe da auch noch nie richtig was gerissen, aber wir machen das mal. Ja, ist halt, kann viel los sein. Müssen wir dann vorzeitig ziehen, damit wir da hinkommen? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, wir lassen uns einfach rausknallen. Also gar nicht, wir werden sowieso irgendwann auto-dropped und dann einfach nach blau. Einfach warten. Bis also wir warten und dann blau. Genau, einfach rausknallen. Okay. Das ist die kürzeste Strecke. Rausknallen ist die neue Bezeichnung dafür, ja, für Autodrop. Typische rausknallen. Okay. Also ich sehe Simon, ich sehe Clemens, ich sehe Bornheimer. Ich glaube, wir müssen gar nicht so frühzeitig. Der Nebel ist ja fantastisch, man sieht ja gar nichts. Krass. Man sieht echt nichts. Hast du bei ihm geguckt? Ist das, so, weil er das ist ja großartig. Das scheint der gute Nebel zu sein. Anderen Blick. Aber warum wir zwei nackig sind, ist auch noch nicht. Das ist auch nicht so ganz raus. Hat auch noch keiner dazu sich geäußert. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Das sieht er schon. Boah, Alter, ich sehe mir echt nichts. Das ist wild. Voll die Suppe. Das ist ja irre. Irre ist das. Auf dem Dach landen, Timo, oder wie ist der Plan? Ja, und jeder nimmt sich jetzt hier so ein Puzzlehaus und dann. Und unten ist Zombie-Apokalypse, ne? So ja, genau. Nicht auf dem Dach landen, nehme ich an. Oh ja. Ist nicht so praktisch.
Okay. Sehr gut gesagt. Drop down jetzt. Hören Sie. Ich werde einen Dropdown anbieten. Stufe 3 schon. Dann sieht ja niemand. Das ist ja ein ganz neues Spielgefühl. Ja, ne? Das ist richtig Silent Hill Modus hier. Ich habe eine Pfanne. Habe ich auch. Und man freut sich jetzt auch über Klamotten, wenn man nackt ist. Ja, das ist auch ein neues Lebensgefühl. Weste, so eine kleine. Okay. Ja, die sind großen Häuser, ne? Die sind riesengroß. Aber man findet doch verhältnismäßig wenig, muss ich sagen. Ach, das sagt man nicht. Ja, man muss doch lange laufen. Ja, ich habe auch das Gefühl, der Loot teilt sich einfach nur auf ein großes Haus. Mhm. Dankeschön. Das denke ich mir manchmal auch. Ja. Eventuell hätte ich hier, wenn jemand will, eine Polizeiweste 1. Wahrscheinlich ich weiß gerade nicht, in welchem Haus du bist. Ich glaube, du bist nicht. Ja, aber es ist eigentlich. Laut Karte bin ich quasi zwischen euch allen. Ich glaube, wir müssen erstmal looten hier. Ja, okay. Ansonsten wäre es cool. Mantel. Jawohl, Matrix-Mode. Ja, Mann. Okay. Mantel ist immer geil. Ja, ne? Ich mag den auch. Was war das? Nix. Manche unken ja, dass man durch den Mantel sichtbarer ist, aber. Ich habe eine Zweierweste noch, falls ihr. In meinem Haus, erster Stock. Oh, das ist nice. Zweier ist natürlich schon attraktiv. Ja, jetzt, da willst du dann schon, ne? Da kommt da dann schon. Ah. Dann nimmt ihr den Weg in Kauf. Simon hat eine Mini gelootet. Was hat sie? Die Mini-Sniper, ja. Ui, Alter. Simon, du hast die neue. Habe ich einen Fehler gemacht? Was? Nee, nein, du bist mega. Du hast die neue Patch-Waffe, also eine Waffe, die durch den neuen Patch tut. Die gut. Power hat tatsächlich. Die hatte ich noch nicht. Na gut. Ich glaube, Crowe, du auch nicht, ne? Moment, was ist das denn hier? Die Mini 14, noch nie gehört. Viererscope, Level 3 Helm. Voila. Ich kann sie aufnehmen. Shit. Lass uns wirklich mit diesem Munitionsding uns da committen, dass wir Munition mitnehmen. Außer Vektormunition. Okay, also, wir nehmen also alles. Pistolmunition ist Unfug, oder? Ja, und 9mm jetzt auch nicht, ne? Also nur die für die. Also nur. Also keinen 9mm mit. Genau, 556er und 762. Okay. Ihr schreit aber auch, wenn ihr eine geile Rifle oder sowas seht, ne? Die ihr nicht braucht. Selbstverständlich, mein Freund. Selbstverständlich. War ich hier schon drin? Ich bin gerade ein bisschen dumm. Boah, ist das hier echt? Das ist ja Silent Hill. Hier war ich schon zweimal drin. Das ist ja krass. Was hast du denn, Timo? Dass das hier so wie so ein Horrorfilm ist. Der Nebel ist auch im Haus, wie kann das sein? Sehr schlechte Isolierung. Ja, immer. Guck dir mal die Stadt hier an. Ja, das ist Horror Country. nicht Kinder Country, sondern das andere, der andere. Lecker wissen. Okay. Wir sind noch 2 Minuten bis zur Verkleinerung des Kreises. Das ist noch. Ist der Eik weit weg? Ich hab's noch nicht. Ich gar nicht geguckt. Ich geht tatsächlich. Ja, auch noch nicht. Okay, geiler Code. Ich bin safe. Keine geile Waffe. Willst du eine K haben? What? K. Ja, klar will ich eine K haben. Ja, ich gebe dir die K. Du bist doch so ein Sniper-Boy. Na, eigentlich gar nicht. Die fleißigen Zuschauer wissen das eigentlich, dass ich mit einer K schaue. Ja, aber ich lasse jetzt extra dafür meine kleine Uzi da. Bei mir ist auch noch um dir eine K mitzubringen. Naja, also besser als gar nichts. Bring und ich habe sogar einen Viererscope. Das wird sogar passen. Ich bringe dir eine K mit, mein Freund. Alter, so bin das ist ich. Super nice. So bin ich für dich. Oh, ich habe einen Erste-Hilfe-Koffer. Sehr gut. Das ist sehr gut. Erfahrungsgemäß müsst ihr ihn aus meinen toten Klauen reißen, um was damit anzufangen. Ich nehme vorsichtshalber auch noch eine M16 mit. Machen wir es ja nie. Ja, da habt ihr schon fixiert. Dann bade ich mal selber meine K. Okay, nee, mein Haus ist durch. Ich hasse die M60, ich mag die gar nicht. Okay. Und was hast du denn sonst noch für eine Waffe? Eine AKM halt. Ja, ist gut. Die ist halt nice und stehen. Eine Minute noch. Dann. Was hat denn der Kreuz? Ach, das ist nicht. Jo. Wir treffen uns aber erst beim Auto, okay? Haben wir ein Auto gefunden? Weiß ich nicht. Ich sag das so souverän. Ja. Okay, ich gehe jetzt gleich mal raus. Ich fühle mich noch so nackt. Ich habe das Gefühl, ich müsste einfach noch schneller looten. Ich mache das irgendwie zu langsam. Ja, aber diese Häuser sind auch effizientes Killer, finde ich. Also, ja. Gut, ich habe verstanden, dass das jetzt die beste Taktik war. Aber ruhig ist doch auch okay. Klaro. Timo, hast du eine Ansage oder ja, wir einfach ich weiter jetzt raus? Okay. Nee, wir müssen langsam so ein bisschen uns umschauen. Ihr könnt noch ein bisschen, weil der Kreis, das dauert ja auch. Ich habe einen Rucksack hier, falls einer einen braucht. Ich habe Stufe 2, aber ich lasse einen Einser hier. So, ich kick mal hier. Oh, ja, sieht ja auch gar nichts, ne?
Jetzt machen wir es. Polizeiweste Stufe 2 hat jeder. Die, wenn ihr noch eine sucht, ich hab eine hier auch. Okay. Also, wenn ich die markieren soll, gerne. Scheiße. Oh, Bratpfanne. Nee, doch. Okay, ich renn mal nach vorne und guck mal, ob ich. Ich habe jetzt ganz viel Kram für euch mit. Ein Auto finde ich auch. Richtig fette Geschenke für euch. Hey, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir sehr. Ey, jeder freut sich über Geschenke. Aber da hinten ist doch immer ein Auto, ne? Ja, oh, das ist noch weit. Shit. Okay. Ich habe auch einen Benzinkanister für Dinge, die lustig sind. Also ihr könnt euch natürlich so ein bisschen Richtung Osten schon mal bewegen. Ich hole euch zwar ab. Okay. Wenn ich hoffentlich ein Auto finde. So ein Rucksack Stufe 2. Oh, draußen fühle ich mich nicht sicher, trotz Nebel. Ja, denke mal, die könnte ich auch nicht sehen, ne? Das Problem ist leider, Krogi, ist ja alles cool mit deiner Car, aber bei dem Wetter? Ja, echt, ne? Das ist halt schwierig. Soll ich zwei AK? Ich kann auch eine AK für dich mitnehmen. Wie liegt deine? Die hast du auch, oder wie? Ich könnte ja zwei mitnehmen, ja. Oh, ansonsten nehme ich auch noch was mit, wenn ihr irgendwie. Entscheide dich genau jetzt. AK. Okay. Ich hatte auch ein Cheekpad für die AK, aber habe ich jetzt da gelassen. Bewegt euch mal Richtung Osten. Ja. Ja, ich komme jetzt auch runter zu euch. Ich laufe hier nicht gut, aber ich muss, glaube ich, da vorne an die Kreuzung. Alter, achtfach Scope. Nice. Können wir da haben. Ich habe nichts, wo es mir was. Aber es ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, dieser Nebel hier, ne? Der Nebel ist richtig derbe. Okay. Ja, gute Ansagen. Auto, ja, ich bin gerade schon hier hinten und suche händeringend nach dem Auto. Soll ich deswegen sollt ihr ein bisschen entgegenkommen. Ich laufe auch schon in deine Richtung. Ja, genau. Wir sind nur sehr offen, also wir können uns nicht gegenseitig helfen, glaube ich, wir alle. Wir sind sehr weit voneinander entfernt. Wenn hier was passiert. Nudelt. 59 noch am Leben. Das ist schon relativ wenig eigentlich. Das ist echt relativ wenig. Das ist die erste Zone. Das Problem ist, man kann auch kaum Autos spotten, weil. Mhm. Auch also aus der Luft. Ich habe auch versucht, vorhin beim Landen irgendwie was zu erkennen. Okay, die Luft war unmöglich, ne? Shit, ey. Shit, ey. Aber Nebel ist doch eigentlich genau mein, weißt du, wie soll ich sagen? Das war eigentlich meine Quelle. Ich lauf. Muss ich doch eigentlich aus dem Vollen schöpfen können. Ja, das ist doch dein. Wir sind doch eigentlich eine Materie, eine Substanz. Es sei denn, es ist der schlechte Nebel, ja? Dann. Ich komme nur mit dem guten Nebel klar. Hören Sie. Oh, Jungs. Okay, wir laufen aber alle jetzt Richtung Zone schon mal. Ja, ne? Ihr müsst zumindest alle Richtung Bornheimer. Ich will auch. So richtig auseinander sollten wir auch nicht sein. Ich will halt. Hier ist ein Moped. Ich schnapp mir das Moped und fahr mal ein bisschen ab. Er setzt sich ab, das ist der beste Kommandant aller Zeiten. Naja, ich suche ja für uns ein Auto. Ich weiß es doch. Schön Rucksack auf den Beifahrersitz gelegt. Ohne Scheiß. Damit ich nicht so alleine bin. Hier vorne war doch auch mal ein Jeep. So, ich schwimme jetzt hier durch. Gar nichts. Ich schwimme, der ist zu steil. Shit. Oh, ist hier nicht. Ist da vorne ist die Garage? Die Map ist auch irgendwie komplett anders, wenn man. Hier ist auch kein Auto drin. Doch, hier ist einer. Yes! Ja? Oh, ja, dann kommen wir zu dir, das war easy. I have a Jeep. Okay. Dann loot ich hier noch ein bisschen, warte auf dich. Ich hole euch. Okay, geil. Oh, ich komme an diesen Zaun nicht vorbei, glaube ich. Kann man da drüber springen? Weiß das jemand? Ja, wir haben mit ein bisschen Anlauf. Einfach Anlauf und dann. Hui! Hui! Ja. Alter, super Tipp. Zwei Meter weit sehen, ey. Schöne. So, hier ist ja schon mal der Erste da, der Kruppmeister. Hier liegt noch, habt ihr eine Weste? Stufe 1 ist sonst noch hier bei mir direkt. Miep, miep. Jetzt doch nicht hupen. Ach, hier ist doch keiner. Bist du völlig crazy? Hier ist doch Ghost Town. Oh, die Zone kommt ja schon. Ja, deswegen habe ich das Auto hier. Kruppmeister. Rennen, ich komme. Diese scheiß Zone jedes Mal. Ja, die tut noch nicht so weh. Nee, die ist noch halb so wild. Nimmst du zwei Verbände. Okay, wir kommen. Seid bereit. Und eingestiegen. Eingestiegen? Nee, jetzt. So. Der neue Film eines Mafia-Bosses. Eingestiegen. Ich weiß noch gar nicht, worin so richtig hin. Hier rüber, ne? Ah, ja, das ist eine tolle Fahrt. Mit kleinen Blutspritzern auf dem Display. Es ist wirklich nicht easy zu fahren, so. Nee, man sieht gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich muss auch diesen Willst du nicht? Ah, ja, ich muss. Straße statt. Ich muss leider diesen Berg, der vor uns ist, umfahren. Shit. Sonst kommen wir da nicht rüber. Ich habe zwei Energy Drinks oder so für euch, falls ihr gleich ein bisschen was braucht. Aber hier hast du ja gleich, bei Gelb ist ja schon direkt in das Tor. Ja, genau, also wenn ihr da genau markiert. Ja, fahr einfach Gelb, bist du sofort. Ja, ja.
Also ich habe das Gap schon weggemacht. Einfach der Straße folgen. Siehst du? Ja. Dann können wir ja mal überlegen, was wir machen wollen. Guck mal, nächste Zone sind wir auch schon drin. Perfekt. Diese Häuser vielleicht hier vorne? Okay. Ja, wollen wir nicht lieber ein bisschen mittiger noch zur Zone? Oder? Na ja, die können wir auch einfach mitnehmen hier. Noch reingucken. Oder uns vielleicht kurz willst du nicht mal austauschen? Das machen wir im Haus. Oh ja, so. Genau. Das ist eine gute Idee. Das mache ich ja. Austauschen. Hier ist eine Hose. Gehen wir hier ins Nachbarhaus. Okay, wollen wir alles auf den Boden schmeißen? Ja. Schnell? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Hier ist eine Pfanne. Lass das bei der Pfanne machen. Das ist Mela hier. Achso, ihr habt schon. Habt ihr alle eine Pfanne? Keine Antwort. Ihr habt alle eine Pfanne. Ich hab eine Pfanne, ja. Okay. So, Krui. Du kriegst, ich habe jetzt einen AK von dir, ne? Warte, jetzt hast du einen AK von mir. Das ist ja der Hammer. Blendgranate nehme ich eh nie. Ich nehme die Rauchgranaten. So. Molotow kann ich euch auch geben. Hast du auch Muni dafür? Ich habe auch ein bisschen Muni. Wir müssen uns da allerdings ziemlich aufteilen. Ich habe hier ein Achtfach. Oder wir lassen es. Komm, ich nehme die. Komm, hast ich nehme die. Ja, ich nehme die M16 doch. Ganz oben. Nee, ich kann da ein bisschen. Ja, dafür habe ich 90 Schuss. Das Wahnsinn. Ist das Ding. Cool. Ja, hat denn noch jemand 7.62er, die er abgeben kann? Ich habe 5.56er sehr viel, mit der ich nichts anfangen kann. Die kannst du mir geben. 7.62er habe ich abgelegt. Oh, okay. Krass. Ja, hier ist 15.762er, ich kann dir auch noch 30 geben. Komm, dann nimmst du die AK. Braucht keiner 5er? Dann nehme ich die. Will jemand auf, Schmerzmittel, Energy Drink, Verbände? Nee, 5er brauche ich nicht. Da bin ich eigentlich ganz cool. Okay, dann nimm trotzdem die AK. Ja, nehme ich zum. Ich habe auch, ich hab 5 Energy Drinks. Hat jemand richtig Bedarf? Das kann ich alles. Ich habe genau, das müssen wir einmal Medics abchecken. Ich habe einen Erste-Hilfe-Koffer und 2 Booster. Brauchen wir einen 4er? Ich droppe mal einen 4er. Ich droppe mal Krogi, du kannst auf jeden Fall einen Booster von mir auf jeden Fall noch einen. Ja. 4er Scope habe ich ab. Wie viel Erste-Hilfe-Koffer haben wir? Also hat jeder einen? Ich habe keinen. Du hast keinen. Simon, hast du Erste-Hilfe-Koffer? Scheiße, ich habe ja nichts für die AK. Erste-Hilfe-Koffer, einen und 5 Verbände. Wenn keiner das 4er nimmt, dann nehme ich das 4er wieder. Ja, ich habe das 4er ja auch. Okay. Ich habe nur eine Waffe. Okay. Okay, Fahne haben auch alle. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe eine Level 3 Weste, merke ich gerade. Nice. Oh, der Sucher ist ja der Hammer. Achtfach. Platz mir die Hose 8-fach, so toll ist der. Ey, guck dir das mal an. Hat wer noch 7er? Ich kann dir, wie gesagt, ein bisschen geben, aber. Ja, gib mir mal, also ich hab halt jetzt. Was denn? 105. Gib mir mal 20. 20 geht. Ich geb dir 15. Nein, ich geb dir 20. Kleiner Scherz, Mann. Ist alles für den Timo, Mann. Hey! Alles für den Leader. Timo, Mann. Timo, so, Mann. Freunde. Jetzt. Aber ich merke gerade, dass ich. Was soll ich denn mit 95 9mm? Okay, verteile euch ein bisschen. Wir sind hier zu. Dass ihr immer noch in die Unterhose rumrennt. Aber gut, ist. Ja, das ist leider irgendwie, weiß ich auch nicht. Clemens. Ich habe ein Shirt gefunden. Aber hier liegt doch sogar eine Hose. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ich habe gesagt, nicht. Mich modisch zu kleiden. Ich habe vergessen, dass ich nackt bin. So, der Kreis, der. Ich würde vielleicht. Ja? Ich würde vielleicht wirklich warten. Okay, dann aber nicht draußen, oder? Nö, einfach hier so ein bisschen. Geh mal in die andere Bude, im Nachbarhaus, sprechen wir mal, was da abgeht. Ein bisschen Korn, wenn ihr jemand auf Verdächtiges sieht. Okay. Ein bisschen Kornern. Das auch. Schön Kornern. Da wir einen Karren vor der Tür stehen haben, würde ich gerne die weitere Zone abwarten. Das hat echt genau 20 Meter weit. Schnittauto wird geklaut, ich sehe es kommen. Ja, das ist im Moment, glaube ich, das Schlauste. Ich glaube, ich schreie einfach, wenn einer aus dem Nebel kommt. Okay, die Hälfte der Leute haben wir schon überlebt. Das ist doch schon mal. Ist schon ganz nice. Das ist doch schon mal was. Ach, hier ist ein Hemd. Die können wir ganz schön lachen. Ja, toll. Hahaha. Hä? Ach, du hast so ein Unterhemd. Ich mag es ja immer gerne, die Scheiben einzuschlagen mit meinen Fäusten. Hose. Hast aber keine Scheiben mehr drin. Schade, natürlich. Kann ich eine Scheibe kaputt machen? Ja. Nee. Auch keine Scheibe drin. In den Spiegel? Nee. Alter, im Spiegel sehe ich aus wie eine Fledermaus. Guck mal, wie hässlich ich bin im Spiegel. Ja, bist du auch ein Fledermaus? Das ist ja unfassbar. Hallo. Hallo. Nicht mal, hallo, bist du was Wahnsinn? Ich wollte mich mein Spiegelbild boxen, Mann. Ich stehe doch neben dir. Schattenboxer. Ich bin einer vom Stoppelmarkt. Kennst du den? Kannst du schön gegen die Schausteller boxen. Boxt der da? Keiner nimmt die Schrotflinte oder was? Nehme ich halt die Schrotflinte. Ja, nee, da kannst du da eh nichts anfangen. Das Auto wäre eigentlich ein geiler Lockvogel. Du stellst es dahin, bis jemand hingeht und dann knallst du ihn ab, während er einsteigt. Das genau. Geht das. Sicher, oder? Klar. Hat einer noch Shotgun-Munition? Nee, ne? Ich bin auf jeden Fall bereit. Habe ich nicht mitgenommen, ne? Nee. Ach, die findet man eh überall. Jetzt gerade ist natürlich schade. Das ist zwar ein bisschen defensiv, aber das ist halt mein Style. Mit Auto ist das immer ganz cool. Ja, jetzt den Kreis abzuwarten und dann zu gucken, wo man ungefähr dann erkennen könnte, wo der Kreis sich so hin entwickelt. Ich finde es super smart. Ich finde, du musst dich gar nicht. Nö, ich meine, du erklärst die Taktik, die wir haben doch schon gut überlebt.
Das wird sowieso gerade super, gleich super spannend mit dem Nebel. Also ich freue mich da richtig drauf. Geil wird's halt, wenn wir den Nebel mit Rauchbomben bekämpfen, ne? Oder mit einer Flashbang. Ich habe mal die Flashbang mitgenommen, die da lag, weil ich gedacht habe, vielleicht knallt halt die ja richtig jetzt. Die wird nochmal richtig Gold wert. So. Ey, wo geht nochmal hier der Sound? Ja, den zweiten Eumel da von links. Von links. Sicher? Na gut. Bei mir hat's das gebracht, ja. Ja, sorry. Okay, so, gleich bewegt er sich und es wird sehr spannend. Level 3 Helm, Timo, ey. Ich habe das Gefühl, dass es über diese ganzen Felder geht und das mache ich gar nicht. Aber. Ja, wo glaubst du, endet das? Bumm, genau auf die Felder. Ja, aber mega zentral, ey. Okay, alles klar. Ich bin ja so einer, der fährt dann mitten rein, ne? Mitten rein. Das ist jetzt der Call, wir gehen raus, oder? Das ist der Call, Digga, rein in den Jeep. Rein in den Jeep. Mitten ins Feld und dann hinlegen, oder was? Ja, oder in. Let's go. Wir sind auf jeden Fall erstmal dann erster. Man sieht nicht, das ist ja fantastisch. Ja, das ist wirklich. Was haben die sich denn da gedacht? Vor allem, wenn da auch ein Fels erscheint irgendwann, ein Felsen. Das sieht ja aus wie ein Downgrade. Das ist ja Hammer. Da sind wir tot alle. Vielleicht gibt es so einen Trick, dass man die Grafik irgendwie runterdreht. Fog of War ist das einfach. Das Command & Conquer, was du spielst. Das ist echt der Fog Turn Off. Fog of War. Ich fahre jetzt hier einfach so blind rein, ne? Also. Es sieht gut aus. Wir schreien schon. Fantastisch. Warte mal, da kommen jetzt diese komischen. Dieses V-formatige. Achtung. Stimmt. Hei, ei, ei. Straße, gar nicht los. Fahrzeuge, Autos. Sind die. Sieht einfach nichts. Türen sind zu. Ja, wir fahren jetzt noch so ein bisschen rein. Ja, oder Randgebäude besetzen, ne? Aber wir nehmen deine Taktik, ey. Ich finde die eigentlich ganz schön. Vor allem, du hast recht, man sieht einfach nichts. Es ist fantastisch. Ja, vor allem, also wir können wirklich uns direkt einfach in die Mitte legen, aber das finde ich ein bisschen. Ey, komm. Substance over Style. Mag ich auch. Oder wir gehen halt Türen hier so hinzu. Ins Dorf. Oh, hier sind Türen auf. Dann Türen auf, Mann. Okay. Shit. Ich bin weg. Oh, fuck. Kacke. Raus. Shit. Ja, das war's. Also wir leben noch, aber. Ich bin down. Also. Ich bin gleich. Oh, fuck. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt? Hallo, Simon. Wir retten halt. Wir retten euch. Kriechen. Kriechen hinter. Oh, shit, die kommen. Achtung, ich bin hinter dem Auto und die sind direkt da. Die kommen, die ballern. Oh Gott, sie hören gar nicht mehr auf. Ich bleib hier liegen und warte. Naja, das war's. Er ist doch genau an mir vorbeigelaufen. Kuri, wo bist du? Wow. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Ich sehe sie nicht, Mann. Ja, okay, hab mich auch. Scheiße. Krogi. Ah. Krogi, du musst das jetzt rulen. Ich will ja keinen Druck machen, aber ich lebe noch. Könnte dir helfen, wenn man mich wiederbeleben würde. Shit. Da geht sie weg, gut, die Energie. Warum, also bei, das war also risky. Ich kann das nicht machen. Ich sehe ihn noch. Das war zu risky. Einer ist ausgenommen. Oh, sehr schön. Vielleicht. Ha, Achtung, da kommt noch einer direkt beim Auto. Kommt der zweite gerade um die Ecke. Ich sehe ihn. Ja, da, wo du hinziehst, ist gut, glaube ich. Kommt wahrscheinlich zu seinem Kollegen jetzt auch. Lass ihn als Köder vielleicht. Ah. Der ist hier bei mir, läuft einer die ganze Zeit direkt vor mir, links, rechts am Auto vorbei. Da ist er. Ah, okay. Ah, shit. Ja, Mann. 15, naja. Ja. Das war das Risiko, dass da weit Leute warten und. Ja, die haben uns aber auch gut erwischt. Unser Plan. Ja, die haben halt voll drauf gelunzt. Ja. Die standen auch direkt neben dem Auto. Ich spiele was vorsichtig. Das ist immer so geil. Naja, wenn das klappt, haben wir eine sehr gute Ausgangsposition. Absolut, ja. Absolut. Das beim nächsten Mal werden wir es besser machen. Mir geht schon wieder meine Pumpe, Leute. Das ist so geil. Es macht so viel Spaß. Krieg die Pumpe ein bisschen runter, denn du hast jetzt kurz noch Werbung. Wir haben alle kurz noch Werbung. Danach geht's aber weiter mit Battleground. Mit was sonst? Und ihr könnt voten, wer dann der Anführer ist. Wir gucken gleich mal. Können wir jetzt schon mal den Vote auflösen und gucken, wer gleich der Anführer ist? Machen wir nach der Werbung. Dann aber, da ist es. Okay. Okay, jetzt voten. Wir haben den Vote erst gestartet. Okay, jetzt könnt ihr voten, wer der Anführer sein soll. Nach der Werbung sehen wir uns wieder. Ja. Yeah. Da sind wir wieder. Willkommen. Die Ehren von Schlachtfelder haben unser Blut gefressen. Wir wurden getränkt
mit den Innereien von Veteranen, die eigentlich nur über die Map fahren wollten. Wir das wollten war unser Plan. Wir wollten raus. Ja. Timo, was ist denn passiert? Ich wollte doch nur aus dem Nebel raus. Da wäre man überall. Ja. Mal gucken, wie es jetzt passiert. Wir haben leider einen kleinen Fehler in unserem Voting-Tool. Ihr könnt also aufhören, jetzt zu bestimmen, wer gleich der Anführer ist, denn wir haben das jetzt schon intern beschlossen. Wir gehen direkt quasi reihum, kreisrum und es geht weiter mit Micha Krogmann. Hallo, guten Tag. Bin sehr gespannt. Ich auch. Was dein Plan ist, dass jetzt direkt auch losgeht. Es geht auch direkt los, fantastisch. Okay. Welcher Timing? Okay, von wo kommen wir denn? Schon wieder so eine komische Route. Komm, wir gehen mal. Wir wollen nach Lipovka. Lipovka. Das heißt, wir müssen gleich relativ früh ziehen. Sobald es eigentlich geht, ziehen oh, wir. Oh, da? Oh, ja. Okay. Ganz gleich raus. Ah, okay. Also quasi immer jetzt. Also zu grün. F-Hermann. Ja. Und jetzt zu grün. Jetzt gucke ich mal einmal auf die Karte. Ach, ihr seid schon raus. Entschuldigung, genau. Ich bin an dieses 3-2-1 so gewohnt. Ach, Entschuldige. Kein Ding. Ich bin rausgehört. Das haben wir ja gerade schon gelernt. Und wir ziehen jetzt auch. Falsch im Ziehen, bitte. Falsch im Ziehen. Und jetzt ist folgender Trick. Jetzt seht ihr links unten ja die kmh-Angabe. Lass uns zwischen 30 und 40 kmh weit fliegen, also schnell fliegen. Da kommen wir relativ weit. Also immer ein bisschen wie ein Navi. So wippen. Ja, so. Bitte geradeaus 40 Kilometer. Drücken Sie in einem Intervall von 2 Sekunden die W-Taste. Die W-Taste. Ansonsten sind die Luftbedingungen, die Flugverhältnisse sehr angenehm, muss ich sagen. Ich sehe wenig Gegner. Rechts sehen Sie ein Atomkraftwerk. Zu Ihrer Linken. Ich mache das jetzt so, wie du gesagt hast. Ne? Ja. 40, okay. Ein bisschen drunter, ne? Zwischen 30 und 40. Das wäre ideal. Also immer wieder so ein bisschen weh antippen, ne? Logan, mein Freund. Logan. Wir fliegen ja über eine Straße. Wer dann ein Auto erspäht, der kann sich glücklich schätzen, denn der darf dann dieses Auto auch mitnehmen. Ja. Ansonsten immer noch straight nach Lipovka. Ja, der Timo ist jetzt aber schon unten. Sieht zumindest von mir so aus. Oh, das kann auch ein bisschen täuschen. Ja? Okay. Aber du hast recht. Ich glaube, wir müssten eigentlich hinkommen, oder? Wie fühlt ihr euch dabei? Ich fühle mich ganz gut. Ich komme ein bisschen früher runter, glaube ich. Ja, aber ist gut. Da kannst du schon mal nach einem Auto scouten. Ich bin so ein bisschen Auto fixiert, genau. Ist das der eins? Man weiß es nicht, ob Wrack oder Auto. Ansonsten gerne nochmal umschauen. Das mache ich aber auch selber nochmal. Ich sehe keine Leute. Seht ihr irgendwen? Niemand. Ah, da ist ein Auto. Oh, ich drehe um. Also ich glaube, wir können ja erstmal ganz entspannt looten. Und damit haben wir schon mal eine ganz gute Ausgangssituation. Okay, Timo, was ist also ich habe das Gefühl, wir sind hier ganz allein. Was natürlich schade ist, dass der Kreis super weit weg ist. Also wenn du ein Auto hast, sind wir safe. Ich habe ein Auto. Ich habe einen geilen Dacia. Dann nehme ich gleich mit. Ich lande hier auch gerade bei dir. Im Chat wird gefragt, ob wir Custom spielen. Nein. Danke. Der Commander sagt nein. Also im Chat wurde gefragt, damit auch alles alle hören. Die Regie hat sich gerade gemeldet in Form von Thomas. Spielt ihr Custom Games? Nee, spielen wir gerade nicht. Wir spielen keine Custom Games, weil Custom Games viel schwieriger sind. Hat ich mir geschossen? Ja, machen wir ein andermal. Ich hatte einen komischen Sound. Nimmst du mich mit? Klammern. Okay, Halle. Die erste Halle ist gelootet. Ich gehe jetzt in die linke von den beiden parallel rein. Ich gehe in die rechte von den beiden. Ah, sehr gut. Dann könnt ihr schon mal weiterlaufen. Ja, wir fahren. Ihr könnt ja schon mal weiter fahren, Freunde. Der fahrende Händler. Ich gebe jetzt mal keinen Boost, weil dann können wir ein bisschen sparen. Okay, Simon, diese Halle ist auch clear. Kannst auch hier raus. Ja, viel mehr ist ja auch nicht, oder? Ja, jetzt geht's in die Häuser halt, ne? Wir nehmen so ein bisschen die hintere Ecke hoch. Jetzt geht's ja, hier. Die Häuser da hinten, okay. Jetzt geht's in die Stadt sozusagen. Ja, ihr fahrt weiter, dann gehen wir in die Anfangshäuser. Ja, wir nehmen so hier so Diner-Geschichten mit. Ich höre auch Schüsse, meine ich. Strange. Noch, der schaut schon aus. Ist doch schön. Ist hier doch jemand? Aber das kann ja eigentlich gar nicht. Ja, aber der wird ja nicht schießen. Auf sich selbst. Also. Okay, wir müssen so ein bisschen natürlich auch schauen, dass wir zeitig hier wegkommen, weil wir natürlich. Okay. Von der Zone ungünstig sind. Aber lass erstmal in Ruhe looten, weil wir haben ja das Auto und ich vertraue unsere Fahrskills. Ich habe eine Tommy Gun. Die ist nice. Naja. Oh, aber wieso? Autofeuer und gib ihm, ey. Ja, es gibt geilere Waffen, ich verstehe deine Intention. Ja, gut. Ich habe noch eine Tommy Gun. Ja, ich will sie nicht haben. Schmeiß weg. Ich will ihm irgendwas sagen. Schöne Car gefunden. Ach. 9 mm brauchen wir gar nicht aufheben, meint ihr? Nee, kommt drauf an, was für eine Waffe du hast. Wenn du eine ich habe keine 9 mm. Okay. Dann, also ihr wollt die nicht haben, okay.
Das ist gar nicht, was das nächste. Ah, okay. Na gut. Wobei, spielt einer von euch die VSS gern? Nope. Clemens, du? Auf gar keinen Fall, ich finde die nur dauernd. Kann ich jetzt ja auch nichts führen, ne? Molotow. Jetzt habe ich hier eine ganze Stadt zum Looten. Oh, ich habe hier eine M416, wenn die jemand will. Die würde ich liebend gerne nehmen. Liebend gerne? Soll ich die, kann ich die überhaupt mitnehmen für dich? Nein, du musst die selbst holen, oder? Ich sehe dich, ich komme. Ich gebe dir sogar die Munition noch hier so. Hammer. Dazu. Level 2 Helm liegt noch bei mir. Findet ihr vielleicht gleich selber. Bei dir, du bist da oben, ne? Naja, ist ein bisschen weit. Okay, Erste-Hilfe-Koffer. Wir haben ja auch ein Boot, das ist interessant. Da können wir auch mit dem Boot sonst gleich los. Das finde ich noch geiler. Boah, das ist ja mega nice. Oh, geil. Das ist mit meiner Lieblings. Ich habe nur ein taktisches Lager. Echt? Ja, habe ich dir auch hingelegt. Okay, wir müssen hier mega geil looten. Habe ich auch. So geil es geht. Und dann würden wir eine schöne Bootstour machen. Oh, schön. Geil. Wobei, ist auch ein schlechter Weg. Naja. So, Krogi. Ich wäre auch bereit für fette Action jetzt. Deinen Helm hätte ich gerne. Ja, bei mir ist jetzt auch einer in dem Haus. Oh shit. Ich hast du denn den Helm gesehen? Ja, ist auch bei mir jetzt in dem Haus. Achso. Möchte jemand so einen großen Verbandskasten? Ich habe zwei davon. Erste-Hilfe-Koffer. Nimm auf jeden Fall mit. Okay, machen wir gleich, oder? Ja. Genau. Ist Mini 14, ist die neu oder was? Ja. Das habe ich gerade gefunden. Hey, also nice. Bei mir, wo ich jetzt drin bin, unten. Ich konnte sie nicht einmal abfeuern. Und kommen. Viel Spaß damit. Aber unten, merkt ihr aber das Haus, oder bist schon drin? Nice. Und zwar genau, wo ich bin. Ja, hast schon, nice. Geht shit, kein gut. Rucksack und nicht genug Platz, so eine Kacke. Aber ich bin selber dumm, ich habe eben meinen Helm. Ah, ich bin sehr dumm, Timo. Ist das mein? Ist meiner. Aber ich hole mir den anderen einfach wieder. Schön, dass ich es jetzt merke. Wir können ja noch teilen. Nein, Mann. Ist mir grad, ach komm. Wir schießen immer abwechselnd und wir nehmen. In dem Haus, wo du jetzt gerade rein bist, da ist der andere Level 2 Helm. Irgendwo weiter. Aber ist ja auch ziemlich dumm von mir, muss ich sagen. Cool, dass ich es jetzt noch bemerkt habe. Jetzt haben wir beide Level 2 Helm, komm. Ich habe dir kurz hingetragen. Weste braucht wahrscheinlich keiner mehr, Stufe 1. Nee, ich nicht. Okay. Doch. Ja? Ich würde mich über ein Visier dann freuen. Hier, wo ich stehe, ja. Auf dem Balkon im Erdgeschoss. Okay. Das kann ich anbieten. Okay, ist auch wieder Level 2 Helm. Das war jetzt wirklich nicht so schwer. Ja, du musst, glaube ich, genau ums Haus rum noch. Hier rein? Ja. Okay. Bitteschön. Ah, da, nice. Okay. Alright. Herr Clemens, ich bin sehr gespannt, wie du, was du zu dieser Waffe sagen wirst. Hast du okay, die gespielt? Zone kommt langsam. Nee, deswegen er ist jetzt ist langsam Ende machen, Freunde. Okay. Und dann nehmen wir doch jetzt. Hast du das Boot markiert? Haben wir ein Boot oder hast wir haben ein Boot, gesagt, ja. Doch, wir haben ein Boot. Das will ich auch gerne nutzen. Das Boot ist. Kommt zu mir bitte. Ich markiere es jetzt. Okay. Folge. Hier. Irgendwo. Ah, gib mir noch 3 Sekunden. Nein. Ich bin so loot-süchtig. Komm bitte. Nein, nein, nein. Ich muss wenigstens noch in den zweiten Stock einmal reinlunzen. Ja, hier, ein Energy. Schnitt, der rote Kreis kriegt uns. Ja. Auch diesmal genau. Der rote sogar. Ja, okay. Wo laufe ich denn gerade hin? Ja, die könnten hin? Auch, die Entwickler könnten generell dann allein dadurch, dass sie an den Kreisen manipulieren. Oh, ey, muss so kommen. Der ganze Bootplan funktioniert jetzt gleich nicht mehr. Ja, aber da ist ja noch einer hinter mir. Ja, ich renne doch. Siehst du? Und außerdem kann ich mit dem Auto zum Boot fahren. Oh ja, stimmt. Ja, okay, wir müssen aber um den ganzen Zipfel rum. Hat einer von euch Benzin eingepackt? Ja. Keins gesehen. Geil, du hast Benzin und bist natürlich jetzt sehr willkommen mit dem Benzin. Fährst du nicht mit dem Auto? Ich lasse sogar das Auto stehen. Ich fahre mit dem Auto. Ja, nee, keinen Bock gehabt. Rückwärts fahre ich. Muss ich nicht wenden. Fahr ich bitte nicht um. Hat noch einer ein Visier über? Irgendwas? Nee, das tatsächlich nicht. Nur so Holo. Auch nicht. Holo würde ich nehmen. Okay, kannst du gleich haben. Wir machen gleich einen schönen Haufen irgendwo. Okay, cool. Geile Boots. Schön reinfahren mal. Nice, Mann, da ist er auf dem Boden. Ich liebe es. Weg mit der Scheißkarre. Plan und der ist sogar vor mir da. Das ist eine Frechheit. Okay, alles klar. So, jetzt werden wir gleich ein bisschen Schaden nehmen, dummerweise. Weil wir super smart sind. Das ist also dein Plan. Uns alle verwunden. Ja, ey, wir wollten früher los. Tut mir leid. Hey, das ist alles gut. I like it. Aua. Das Problem ist aber, wenn ich einmal kurz... Ja, das sag ich ja, ist ein langer Weg. Der Zipfel ist leider sehr zipflig. Smile, das sag ich ja. Boah. Wenn ich damit sagen will, das dauert 100 Stunden. Auch bis wir die wieder eingeholt haben. Jetzt versteht ihr meine Problematik, warum ich früh los wollte.
Also ja. Ich bin loot-süchtig. Ich bleib noch 3 Sekunden. Naja, komm. Der Clemens. Ja, der war ja auch nicht viel besser. Der war ja auch nicht viel besser. Du hast in die falsche Richtung gelaufen. Der hat sehr gut gegeben, als Simon, muss ich sagen. Ja, du hast die Schwere Simon. Der ganzen Situation aber auch nicht so energisch beschrieben. Ja, ich bin halt auch der Funny Guy. So, weißt du? Hey, wir sterben gleich. Oh, cool. Das Gute ist ja, dass das ja noch gar nicht so weh tut. Nein, ist ja noch nicht so schlimm. Den holen wir auch gleich locker ein. Das sagt ihr immer. Mir fehlt trotzdem jetzt schon 1/5 der Energie. Habt ihr alle Booster? Das boostest du dir gleich wieder rein. Habt ihr alle Booster? 2. Ja. Oh shit. 2 davon. Achso, wir werden jetzt schön weggesniped, aber hier wird sowieso keiner mehr sein. Wollt ihr euch mal boosten? Du gibst aber... Ist der rausgesprungen? Nee. Nein. Wollt ihr euch mal boosten? Habt ihr Bock zu boosten? Hüpfen ein bisschen hin und her. Nee, komm, fahr durch. Das wird alles zu lang dauern. Kann man sich während der Fahrt boosten? Nee, kann man nicht. Nee, muss dich anhalten. Fahr einfach. Wir machen das, wenn wir ankommen. Ich hab gedacht, ich kann die Zone besser einholen. Deine Cam stört mich auch, ne? Weil sie schräg ist? Nee, weil die so ein bisschen... Hallo? Ah, hier so. Ist doch schön. Ich hab jetzt... Und jetzt kann ich die Zone machen. Ist auch nicht so perfekt, ne? Oder, Thomas? Hast du so? So, ne? Fast da. Aber das Blaue... Wir sind ein bisschen schneller als die Zone. Also, der Bootsfall ist doch auch mal schön. Aber wir treffen sie trotzdem wahrscheinlich erst, wenn sie am Weißen ist. Ja, wichtig ist nur, dass wir wirklich vor ihr da sind, was okay, wir dann ja morgen auch Boot. Bist du dabei, Timo? Ja, klar, bin ich dabei. Ich muss sagen, der Call von mir war dumm. Also wir haben vielleicht einen Vorteil mit dem Boot, aber wir haben schon echt viel Schaden genommen. Ich hoffe, wir haben genug Medikits dabei. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich ein Auto hatten, ne? Ich finde es aber so smart, weil wir gleich unter der Brücke warten können. Bist du so ein Brückentroll? Ja. Ja, ich glaube, wir können uns gleich nochmal hochboosten. Dann sind wir nochmal zum Boosten anhalten. Habe ich langsam, oder? Nein. Nein? Oder? Wir müssen es tun. Seid ihr sicher? Aber ja. Medikit oder? Ja, komm, heilen, ganz schnell heilen. Boost? Ja, Boost. Ja, ich nehme jetzt ein Kit. Ja, nimm Kit. Wahrscheinlich jetzt auch. Ein Boosten eigentlich auch. Eigentlich alles, ja. Nice, ein Stein. Wir stehen, sterben langsam. Das hilft nichts. Also ein Riesenfehler. Diese gewesen. Idylle. Ach, dieser Sonnenuntergang. Ja, komm, ich bin ready. Feuer, Vollgas. Du bist doch auch voll. Moment. Ja, gut. Ja, fahr jetzt. Okay, ich muss auf euch warten, natürlich. Ich hab halt, ihr natürlich Verbandskästen, ne? Ich hatte jetzt nur Bandages. Ja, ich hab noch ein bisschen was. Ich hab auch noch 2 Koffer und 14 Verbände. Vielleicht müssen wir noch tanken, das ist die gleiche Scheiße. Shit. Ah, jetzt war das Boot schon richtig smart. Glaub mir. Die Zone ist smart für uns. Ist wirklich smart. Das kann man so richtig schön weit raus und einfach nichts tun. Okay, der Sprit ist jetzt leer. Oh, okay. Nein, das ist nicht euer Ernst. Ich hab. Weißt, wir sind immer noch weit von dem Blauen entfernt. Tank, bitte. Beweg dich nicht. Beweg mich null. Ich mach dabei nochmal ein paar Bandages rein. Wir können theoretisch auch ein anderes Boot nehmen. Dann war das eine Welle. Ja, easy. Ah, das tut so richtig weh, da unten hinzugucken. Aber jetzt sind wir gleich im Blauen. Ja, gleich. Seht ihr schon dieses Funkeln? Bei mir kämpft der Boost einfach so gegen den... Ich fahre direkt weiter zur nächsten Zone natürlich. Natürlich, durchrasen. Ja? Nicht erstmal hochheben? Nein, Mann. Wenn wir getroffen werden, sind wir weg. Boah, was sieht das hier future-mäßig aus, diese Zone? Oh, endlich. Ah. Gut. Das tut immer gut, ne? Okay, wir haben keine... kein Benzin mehr, ne? Wir haben nur das, was Timo uns gerade reingefüttert hat. Oder hat noch einer Benzin? Hat sich das schon immer so geil gespiegelt auf der Wasseroberfläche? Sieht irgendwie geiler aus. Das Wasser sieht auch sehr lecker aus inzwischen irgendwie. Timo? Ja? 2-0. Jetzt sehe ich es gerade. Danke für den Spoiler. Aber jetzt in der Sekunde. Vielen Dank. Yes! Ist noch irgendwo ein Boot? Ich würde gerne das Boot wechseln für mehr Sprit. Vorne ist ein Boot. Hat der abseits gepfiffen? Ja. Nö. Was haltet ihr von dem Call, wenn wir das Boot eben wechseln? Warum nicht? Yes! Timo, bist du wieder bei uns? Ich bin immer bei euch. Okay, wollen wir das Boot wechseln? Ich bin nur leicht, 50%. Leicht abgelenkt durch meine echte Liebe, aber sonst ist alles gut. Okay, wechseln eben das Boot, in der Hoffnung, dass da mehr Sprit drin. Noch nicht raus, warte. Ganz klar, kein Abseits. Jetzt raus. Wechseln wir das Boot? Ja. Nice. Das sind die 20%, die auch Aufmerksamkeit kriegen. Boah. Naja, ich kann gerade noch mal so erkennen, was ihr alle tut. Oh, oh, hinter uns, also auf der anderen Seite des Flusses, fährt jemand lang. Boot oder Auto? Nee, Auto. Auf der anderen Seite des Flusses. Okay. Ja, wir wollen ja erstmal in die Zone und ich will jetzt erstmal... Oh Gott, wir können richtig
Ich mach richtig mal defensiv. Ja, ja, wir machen alle ganz defensiv. Das wäre jetzt so dumm, wenn wir anders spielen würden. Ich, lieber Chat, ich weiß, es könnte euch vielleicht ein bisschen. Nein, der Chat ist doch für uns. Bitte, der bitte Chat will mit uns gewinnen. Das ja, ist okay, alles. Ich muss jetzt defensiv spielen, es geht nicht anders. Die Action kommt sowieso. Ich sag ja immer, die Action kommt ja sowieso. Ist so. Und wer kann zu diesem Sonnenuntergang Nein sagen? Also, das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ich darf nur nicht den Sprit jetzt verballern. Also, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit booste. Ja, stimmt allerdings. Wenn wir ganz draußen wären und keinen Sprit mehr hätten. Ja, ja. Willst du richtig weit rausfahren? Nee. Muss ja eigentlich auch nicht, ne? Nee, weißt du, was wir machen? Wir verstecken uns gleich hinter dem Boot. Warte, da sind die Häuser. Da ist die Brücke noch. Aber wenn da, dann können wir nicht mehr lang kommen irgendwann. Wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt raus und gehen auf diese Seite zu mir. Auf meine Seite kommen. Mm. Ja. Welche Seite? Die auf meine Seite. Naja, aber kurzer Einwand. Ja. Die Military Base Schlucht, Bucht ist nicht so weit weg. Also sniper-technisch. Also wenn wir jetzt. Ich glaube, aber warten, da ist, kommen wir dann irgendwann noch an Land. Aber die werden alle weggehen, weil die genau wissen, dass die Zone da nicht enden wird. Und dann sehen sie hier so vier Freischwimmer. Also. Können, aber wenn da jemand schießen sollte, können wir alle schnell tauchen. Genau. Simon, tauchen mit C, ne? Okay, danke. Also, genau, wenn wir beschossen werden, tauchen. Wenn es so belegt ist. Es kann doch eigentlich eh noch hier von diesem großen Hügel kommen im Osten, oder? Der Beschuss. Ja, genau, den meinte ich, genau. Genau, aber ganz ehrlich, die Zone zeigt sich, dass da wird keiner abhängen. Das wäre jetzt echt. Das wird eng, auf jeden Fall, für wer auch immer da ist. Exakt, genau. Wenn, dann kommt er jetzt bald wahrscheinlich an die Küste. Wir könnten uns alle, Clemens, du solltest dich unbedingt hochheilen im Boot noch eben. Ja, kann ich das nicht auch hier? Nee, es geht da nicht. Und wir können auf dem Boden im Wasser einen Drop machen. Aber echt? Ja, das mache ich mal eben. What? Könnt euch da die Scheiße abholen. Aber was ist denn dein Plan eigentlich? Alter, warten wir jetzt hier mit seinen geilen Tricks? Gebt euch jetzt hier Sachen. Wir warten hier jetzt einfach. Und machen wir eine Loot Station. Bist du dir wirklich fucking sicher? Ja, Mann, ich bin doch schon. Leg doch schon alles krass ab. Wir wohnen jetzt hier. Ich habe übrigens Bullet Loops für die Car. Ey, okay. Habt ihr, was mit Medics? Habt ihr, ich habe zwei Erste-Hilfe-Koffer. Braucht noch jemand einen? Hat jemand keinen? Timo, du hast keinen. Ich habe auch keinen. Ich habe keinen. Ich lege einen Erste-Hilfe-Koffer. Achtet bitte auf eure Lunge, ne? Jo. Soll ich auch einen Erste-Hilfe-Koffer hinlegen? Wie viel hast du denn? Zwei. Ja, dann hätte jeder einen. Das wäre smart. Okay. Und kann ich die aufteilen? Mit STRG rausziehen einfach. Dann kannst du da eine 1 reintippen. Super. Okay. Irgendwer was für vorne? Oh. Jemand hoch, schnell. Hoch, schnell. Nee, hoch. Ne? Luft. Ah, das Boot. Ah. Oh, was? Achso. Nee. Nein, passt beim Auftauchen nur auf. Okay, cool. Ich hab auch nur einen Rotpunkt, ne? Ich hab mal ein Holo. Braucht jemand Holo? Holo. Holo könnte ich mir an die AKM ballern. Holo. Ich hab die auch gar nicht auf. Gar nicht. Ja, ich hol's mir runter. Hat denn jemand noch gute Aufsätze für die SKS oder so? Das ist eine SKS? Nice. Das ist so eine. Ist die gut? Ja, die ist gut. Ja, Mann, die ist super nice. Ich steig mal kurz ins Boot und ich wundere nicht, ich will meine AKM nachladen. Geht natürlich nicht als Fahrer. Ich würde mich gerne kurz ein bisschen boosten. Das ist auch echt eine geile Situation hier. Schöne Boot-Action. Ja, wobei die Leute leben noch ganz gut. Ich hoffe, dass die nächste Zone uns nochmal dienlich wird. Ja, das wär traumhaft. Ja, da muss. Also, wenn da kein Wasser drin ist. Nice, wir stehen genau richtig. Alter. Genau am Rand. Oh, das ist Luck. Das ist Luck. Ja. Das müssen wir bewegen nutzen. Uns aber erstmal nicht. Sparen wir jetzt Sprit, finde ich ganz gut. Problem ist, dass wir alle keine guten Scopes haben, aber. Ist das Boot wirklich drin? Ja, ist genau drin, ne? Ja. Wenn du grau bist, dann bist du drin. Oh, das wusste ich gar nicht, echt? Wenn der kleine Mann grau ist. Ich schwimme mal kurz raus. Ja. Und. White Man! Kill all the White Man. Whitey White Man? Das ist ja smart. Timo, danke. Hey, du wusstest nicht, dass man auf dem Boden alles machen kann? Ja. Ich wusste nicht, dass man grau ist. So tauscht man sich aus. Das spiele ich ja so einfach. Nice, ein Stein. Wie viel da sind wir eben geworden? Wann sind wir gestorben? Mit wie vielen Leuten, die noch lebten? 36 oder so? Vorhin? Ja. Ah, das weiß ich also nicht. Also in Summe sind wir, glaube ich, 12. geworden, ne? Ne, 16. 16. Ich. Okay. Ja. Ja, warten wir die nächste Zone erstmal ab. Also hat niemand irgendwas für eine Rifle vorne drauf, ne? Wie so ein Flash-Hider, Compensator. Nee. Also ich meine, wenn ich super blind bin, dann habe ich keinen gesehen. SMG, ja, das kann ich vielleicht, weiß ich auch nicht. Nee, kann ich nicht. Wichtig ist gleich, falls wir irgendwie fahren müssen und es hektisch wird, bei einem fahrenden Boot, wenn man dann rausspringt, dann stirbt man. Das ist genauso quasi wie im Auto. Ja, das ist einfach der Trugschluss. Wasser kann Beton sein. Exakt. So, das müssen wir einfach nur mal noch leben. So. Auch häufig da der Trugschluss. Da springst du auch nicht aus dem Auto raus. Ja. Auch nicht aus dem Boot. Ja. Ja, es sei denn, es fährt super schnell. Oder super langsam. Cool,
cool, wir haben alle Medics. Ja, jetzt hast du es ja, wir chillen gut ab, Mann. 35 noch am Leben. Jetzt hoffen wir auf ein Zonenglück gleich wieder. Genau, wir hoffen auf ein 3-0 und eine gute Zone. Also es wird in Primorsk enden, das ist klar. Aber vielleicht haben wir Glück, dass wir noch so ein bisschen... Aber jetzt mal ganz kurz, wir kommen doch never an Land. Wir schwimmen doch, also das ist doch jetzt... Primorsk ist doch jetzt voll mit Menschen. Noch nicht, wenn wir tauchen. Exakt. Also wir können auch aber das Boot... Aber es ist eigentlich ein guter Einwand von Clemens. Der Weg müssen wir zum Land wird immer noch ein bisschen... Wird immer schwieriger, ne? Ja. Solange wir... Das stimmt. Oh, ich höre was. Oh, was ist hier los? Tauchen! Ihr seid genau neben uns! Tauchen? Scheiße! Einer? Ist das einer? Ja, gehen wir hoch, oh, gehen wir hoch und knallen ihn ab. Warte, wenn wir im Boot sind, können wir ihn abknallen. Ja, aber er macht auch. Achtung, er wird uns niemals treffen. Okay, sollen wir alle ins Boot und ihn einfach derbe abballern? Alter, gehst du in sein Boot? Ja, Mann. Geh du in sein Boot, das ist perfekt. Er guckt sich aber an, er guckt gerade. Gib ihm mit der Pfanne. Am Wasser entlang. Leg du ihn ab und dann baller einer. Ja, ballert ihn! Ja, ja, ja. Sauber! Sehr stark! Wir sind so smart, wir looten ihn natürlich. Kann ich ihn jetzt nicht looten? Ach, stimmt, ich kann ihn. Ist die Kiste im Wasser? Oh, Moment, doch, die Kiste ist im Wasser. Nice. Wasser looten, ja. Ey, das war ein sehr gutes Ablenkungsmanöver, hat mir sehr gut gefallen. Bestes Teamwork ever. Ja, wirklich. Oh, der hat Holos, Rotpunkt, taktisches. Ja, hat eine Menge. Polizeiweste, wir brauchen die. Er hat eine scheiß Ump. Ja, der hat jetzt gar nichts. Also, die Ump ist sehr gut. Er ist ein Loser. Oh, seine Schuhe. No one ever. Ja, cool. Das war doch schon mal Action. Wer hat den Kill geholt? Ich. Nice, Mann. Der Michael. Aber es war Teamwork, muss man fairerweise sagen. Absolut, absolut. Er war sehr abgelenkt durch deine Schwimmerei. Da hinten ist wieder ein Auto, Boot, meine ich. Kommt direkt zu, nee, kommt nicht zu uns, aber sieht es bei der Sonne. Und zwar Westen. Fährt jetzt an Land. Genau, das ist nämlich jetzt die Schwierigkeit, die wir haben. Die gehen an Land, die gehen an Land. Wir müssen da quasi auch hin. Ja, warte mal ab. Wir warten die Zone erstmal ab. Okay, Mann. Ey, das war bisher eine richtig gute Idee. Finde ich auch. Die laufen jetzt aber ins Haus. Da kommt die Zone. Die laufen ins Haus, ich beobachte die ein bisschen. Sie können uns von hier nicht treffen. Die wird jetzt klein, ne? Natürlich. Also, wir können es auch gleich auf zwei Boote aufteilen, was natürlich mega Luxus ist. Ist ja mit Crows alles gefährlich, oder? Alles, aber die Chance, dass zwei überleben, ist einfach das Ablenkungsmanöver, die Ablenkungsmanöver-Taktik. Die können sich nicht entscheiden, wo sie hinschießen. Wir schwimmen dahin. Wir bleiben im Wasser. Ja, ne? Ja. Einfach unter Wasser schwimmen, bitte. Ich meine Markierung. Wir wollen nur dahin. Mehr wollen wir nicht. Zu grün. Ja, das ist gut. Da bleiben wir. Na, erstmal wollen wir dahin. Hast du nicht verstanden, dass wir jetzt im Wasser leben? Ja, wirklich. Das ist fucking Waterworld. Du bist Kevin Costner, Mann. Die wollen alle nur deinen Samen. Ja. Ja. Ist das wirklich die Story von Waterworld? Hast du einen anderen Film gesehen vielleicht? Vielleicht Ariel? Watercock. Inoffizielle Nachfolger. Oh, er dachte auf eure Lungis. Oh, da fällt was. Achtet auf eure Lunge. Es ist nur ein Flugzeug. Oh, ich muss dringend nach oben. Okay. Ich kann nicht mehr aufsteigen. Ich auch nicht. Ich bin schon oben. Du bist wahrscheinlich schon springen. Oben. Jump. Springend oder ich, irgendwie. Ich drücke Leertaste. Guck mal, du bist schon oben. Oh. Es ist ein Trugschluss. Okay, dann, wenn ihr wieder Luft habt, unter Wasser und damit Schiff wieder ein bisschen schneller schwimmen. Man ist wirklich schneller unter Wasser. Ah, das ist ganz schön tricky. Ja, ist noch recht weit, muss ich sagen. Vielleicht gebe ich auch einfach erstmal in die Zone rein. Gehen wir mal jetzt zu dem. Ja. Vielleicht gibst du einfach die Leitung ab von dieser Runde. Wir sind gut, 28. Wir kommen wirklich nah ran jetzt hier an das Chicken Dinner. Ja, also. Ich hätte das gerne. Oh, jetzt ist auch noch ein Box vor uns, ein Drop. Seht ihr das? Ein Drop ist direkt vor uns. Den sollten wir uns. Na, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall holen. wir wollen doch eher dahin. Okay, Timo, richtet euch grün, weil jetzt fahren die alle hin, da fährt schon ein Auto in die Richtung. Ich habe sehr viel Angst gerade, aber das ist eine schöne Angst. Das spielt uns jetzt wirklich nicht in die Karten. Das ist eine schöne Angst, da werden viele Leute abgeballert. Und vor allem jetzt sind Blicke auf uns gerichtet, was nicht sein sollte. Wir ziehen Blicke. Ah, scheiße, okay. Ja, auch gute Schwimmer. Habt ihr es gesehen? An Land ist richtig Punk. Ja, man hört es überall schon. Bitte richtet euch aus zu grün und achtet, wenn ihr auftaucht, werdet ihr wahrscheinlich sehr schnell beschossen. Okay, ja, ich muss das trotzdem jetzt erstmal auftauchen. Da freue ich mich ja. In 3 Sekunden geht die Zone zusammen. Ja, wir müssen direkt in die Zone, es hilft nichts. Ja, das ist sowieso. Wir können ja dann ein bisschen. Okay, der Drop ist nicht im Wasser, Glück gehabt. Ist der Berg da vor uns im. Ja, der Berg spielt uns in die Karten. Der Hügel. Oh, ich muss hoch. Wir müssen nur schnell in die Zone rein. Bitte keiner snipen. Oh, die Zone ist so fucking schnell. Oh Gott, wird das schwer. Das wird echt schwer. Oh Mann. Warum sind wir eigentlich nicht mit dem Boot gefahren? Oh, da kommt Schuss. Ich hab's mir auch schneller vorgestellt. Wir könnten es echt noch schaffen. Ja, wir könnten es wirklich schaffen. Schwimm einfach. Schwimm, Johnny. Timo und ich haben eine bessere Chance als ihr beide. Johnny, schwimm! Das schaffen wir.
Shit, shit, wer guckt shit, denn immer nach hinten? Einer guckt immer nach hinten. Ja, das geht ja. Kann ich das geht ja, ne? Komm schon, Manzone. Ja, das schaffen wir. Alle? Ja. Oder was ist mit Johnny da hinten? Johnny Rakete. Ich höre nur noch Geballer, ne? Ich will gar nicht hoch, aber ich muss hoch. Okay. Okay. Oh Gott, sie ist da! Ich bin drin. Sie hat mich. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich brauch Luft. Oh. Weiter im Wasser bleiben. Ich brauch Luft. Zur nächsten Zone. Ah, okay. Zur nächsten Zone im Wasser bleiben. Aber eher so Richtung Norden, oder? Alter, bist du dir sicher? Ja, erstmal. Alter, das ist komplett am Strand. Das ist richtiger Abfuck. Erstmal drin bleiben. Die müssen zu uns kommen, Leute. Ja, aber wir müssen auch schießen können. Wir können überhaupt nichts. Wir sind Stealth im Wasser, Mann. Stealth. Navy Seals. Aber unser Kopf guckt da raus. Mann, Digga, dann geht's wieder runter. Du wirst uns einfach treffen. Am Auto sind sie überhaupt, ne? Also wisst ihr das? Am Auto. Wer ist da? Wo ist ein Auto? Ich sehe Wasser. Direkt am Auto. Da wird geballert. Norden. Jetzt ziehen wir. Scheiße, ey. Da. Direkt Norden. Wollen wir da vielleicht an das Boot fahren? Was da mal Küste schnell stehen? An Land gehen jetzt? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Norden sind guck mal Leute, links, ne? Guck mal links. Da ist ein Boot. Links. Zieh mal rum. Da ist ein Boot. Da können wir vielleicht hinter. Ja. Guter Deal. Markierst okay, du das hinter das schnell? Boot. Okay. Ja, Richtung 240 bitte. Ich kann es gerade schlecht markieren. Ich hab's markiert. Sehr gut. Da macht einer Popcorn. Das ist ja verrückt. Okay, aber da sind sau viele Leute, ne? Ja. Okay, die aus der Halle kommen. Wir setzen uns alle hinter das Boot. Aber da haben wir zumindest irgendeinen Schutz. Oh, da laufen auf jeden Fall mindestens ja? Bleib unten, zwei. Geh runter. Ja, bleib einfach unten. Lunge halt, ne? Ja, Lunge. Lunge ist wichtig. Aber ich bin trotzdem dafür. Also wir machen das ja auch, Bornheimer. Okay. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass diese Runde mit Kruckmann als Anführer schon besser lief als die eben, ne? Entschuldige mal, das war Nebel. Das finde ich auch. Ja, okay, ihr habt es vollkommen. Unfair. Oh, geiler Pass. Einer müsste sich gleich mal umschauen. Luft holen. Ich schaue mich um, sehe keinen. Direkt siehst du auch Auto noch, Nähe. Leute? Die Kiste steht noch da, das Schiff, Boot ist noch okay, da. Okay, dann bleiben wir direkt auf unserer Seite hinter dem Boot, ja? Und machen es echt so wie gerade, immer Kopf raus, eben Luft holen, runter wieder. Wir müssen aber dieses Wasserspiel weiterspielen, es hilft nichts. Dieses Wasserspiel. 21 nur noch. Weil tatsächlich ist ja die Zone gleich so, dass wir eigentlich nur Gegner von vorne haben. Also genau, ich nähere mich bald meinem Alltime High. Oder ist auf NE ist ein Auto direkt und ein Buggy. Und da ist auch ein Typ. Ich glaube, die beschießen sich gerade. NE. Okay, wir verstecken uns hier. Achso, im Westen. Aber achtet bitte auf die Scheune links. Ich habe die Scheune links im Auge, ja? Einer muss mal nach rechts gucken. Okay, ich habe die Scheune rechts. Oh, wir müssen echt aufpassen. Okay, die Scheune. Sag mal, Leute, ich glaube, auf dem Balkon Richtung Westen exakt steht jemand drauf. Kann das ist ja ein Balkon. Der Balkon. Balkon. Oder? Nee, okay, ne, geil, nächste Zone ist auch noch easy. Die müssen gleich irgendwann zu uns, zwangsläufig. Ja, alles ist easy. Wir machen nichts Falsches jetzt. Wir bleiben jetzt kurz hier. Glaub oder wir mir. Gehen. Na, okay. Wir müssen diese Zone aus. Kommt bitte alle in das Boot, dass sie uns nicht sehen. Also zwei müssten eigentlich in der Scheune sein. Wir können sind vorhin da reingerannt. Wir müssen hoffen, dass Leute jetzt hinter die Scheune sich verstecken und wir die dann leise. Sag mal kurz ein bisschen leise, bitte einmal. Gut. Also ich glaube, die schießen aus dem Lager aus mit dem Suppressed Shot die ganze Zeit. Ja, natürlich sind die da. Aber wir können gleich easy nächste. Es ist interessant zu wissen, ob er halt suppressed ist oder nicht. Also auf dem. Besprechen wir uns einmal. Ja, okay. Rechts auf dem Hügel, da können natürlich Leute sein. Ja. Da ist einer, da läuft einer direkt über den Hügel. Ja, auch. Exakt. Schiff Simon, komm ein bisschen mehr zu mir. Also, an der Küste ist auch einer, ne? Seht ihr das? Auf NE genau. Ja, genau. 15. Der kommt auch aus dem Wasser. Da ist einer genau an der Küste. Einmal kurz runter, einmal kurz ducken, dass der uns nicht sieht. Wir müssen unsere Position muss geheim bleiben. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Wir haben Sniper uns beobachtet einfach, ne, dass wir auch so traurig sind. Okay, versteckt hinter Baum. Ist direkt hinter Baum, ne? Ist direkt hinter Baum. Komm nicht mehr hoch. Wir schwimmen. Er ist jetzt fast down. Er ist jetzt wird abgeschossen. Er wird getroffen. Er ist down. Von wo? Von vom. Weiß ich nicht genau. Okay, wir schwimmen jetzt in die Zone. Nee, noch nicht. Zu früh noch. Sorry. Und nicht. Ist immer der Suppressed Shot, der von irgendwo kommt. Ich glaube auch, los, die sind in dieser Lagerhalle. In die Zone reinkommen. Die jetzt? Frage ist, ob wir jetzt? Die jetzt aus dem Rücken, in der Lagerhalle, oder wir gehen einfach an den Strand, wo wir offen sind. Ja, erstmal in die Zone rein, dass wir vielleicht nicht sterben. Aber wir können halt durch die. Ja, die Frage ist, wie? Wollen wir in die Lagerhalle? Wollen wir in die Lagerhalle oder nicht? Von hinten in die Lagerhalle. Guck mal, ich bin schon in der Zone, Leute. Ja, aber du bist offen da oben. Ja, dann geht da hin. Teil uns auf, wenn ich. Aufteilen ist okay. Ich nur. Aufteilen ist okay. Aufteilen ist voll okay, Leute. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Oh, der ist abgeschossen. Ja, okay, ich gehe auch wieder ins Wasser.
Hier bei mir. Seht ihr das bei mir? Nee, da schießt einer aus der Scheunentor. Krogi, sollen wir die am Hügel vielleicht mal wegmachen einfach? Nein. Nein. Alter, ich könnte den so abknallen jetzt. Guck mal bitte bei Simon. Das bin ich. Da, der kriegt das. Da kriegen sie. Seht ihr das? Ja, okay, geil. Das ist eine Granate. Die machen wir fertig. Ich habe nur eine Blendgranate. Zwei Leute sind das. Soll ich eine Blendgranate werfen? Die gucken, nee, dann gucken uns doch genau an, oder? Nee, die sehen uns irgendwie nicht. Woanders hin. Die sehen uns nicht. Wieso sehen wir uns denn nicht? Einer ist down. Ernsthaft? Oh, gut, gut, gut. Aber achte darauf, dass du uns jetzt hier vom Hügel, machen, ne? Vom Hügel ist auch super gefährlich. Wir machen sehr aufmerksam. Okay, wenn ihr mir die Jungs... Also einer ist knocked out. Okay, ich gucke auf jeden Fall auf den Hügel. Der kriecht jetzt halt da rein, da war ein Kollege noch dabei. Ne? Scheiße, Mann. Sollen wir uns ein bisschen... sich natürlich jetzt. Sag, geil, wenn die um geil, wie Simon da die Stellung hält. Das wäre richtig geil. Wir müssen geil. In die nächste Zone dann suchen. Wir können die ja langsam aussitzen lassen da drüben, ne? Oh Mann, ja, aber wenn wir jetzt rennen, ballern die uns ab. Nee, die können im Wasser bleiben. Im Wasser bleiben. Ich bin natürlich auch Freund der Wassertaktik. Ja, okay, dann renne ich jetzt geil. Dahin, ne? Geil, 3-0 geil. Da rennt er. 3-0 geil. 3-0 geil. Die werden natürlich jetzt gleich alle vom Hügel schießen, das ist uns vollkommen klar. Ne? Ja. Das politisch gemacht? Oh, ich kann nicht tauchen, doch. Oh. Bist du da, Simon? Geil. Ja, ich bin hinter euch, aber ich... 10 Stück noch. Ob ich das schaffe? Oh, jetzt kommt der Videoschiedsrichter. Ich hasse ihn. Wie kannst du zwei Sachen parallel machen? Ja, ich muss. Gibt's hier Deckung an Land? Weil wir müssen jetzt gleich. Sorry. Oh Mann, das ist so spannend. Nur noch 10 am Leben. Okay. Das ist mein All-Time-Best. Okay. Kann nicht mehr tauchen. Oh. Die werden an der Lagerhalle beschossen. Die sind wahrscheinlich... Wo sind die denn? Immer noch am Eingang. Okay, ich jetzt aus dem Wasser raus. Aus dem Wasser raus. Wollen wir da... Oh Gott. Gott. Hügel dann aber schnell auf den Hügel hoch, oder? Auf den Hügel oder ins Probier. Gras oder keine Ahnung was. Probieransage. Folgt mir, folgt mir. Oh Mann, das wird nichts. Oh, parallel nix. Laufen oh, Gott, die mit, parallel laufen die mit gerade. Hinter uns? Hinter uns ist einer! What? Oh ja. Ah, ich bin so halb drin, oh Gott, halb draußen. Ich bin wieder was ist das hier? Voll Idiot, ich bin reingelaufen und rausgelaufen. Ah! Ah, ich muss in die fucking Zone! Ich krieche hinter der Zone her! Ich muss jemand retten! Okay, ich bin ausgenockt, ich bin ausgenockt. Achtung, Clemens! Oh Gott! Wow, Du hast es geschafft! Zeigen, wie viel Energie ich noch habe. Das ist super wichtig gerade. Unfassbar. So, Regie, zeig den Energiebalken des Todes. Ich habe einen Millimeter noch. Wir leben alle noch. Wahnsinn. Geil, Leute, geil. Volle Lieder. Volle Lieder, Mann. Simon, hier bist du. Ja, Mann. Ja, Mann. Simon. Geil, das ist geil, was ist das für ein Gefühl? Sind wir geiles Team? Yes. Ich muss jetzt auf Melden klicken, damit alle mitkriegen, dass ich den ersten hier. Ja! Wie gut ist das denn? Komm, das war aber auch sehr schön gespielt. Ohne Witz. Alter. Schön versteckt, schön lange ausgehalten im Wasser. Wir haben uns das Spiel zunutze gemacht. Ja. War ein bisschen langweilig, aber es war ja gut. Es hat funktioniert, genau. Ey, klassische Wassertaktik. Ist das nicht ein gutes Gefühl? Ein Kill und der letzte. Super geil. Ja, schön, ey. Hammer. Da muss ich mal kurz, ich mach mal kurz ein kleines Foto davon. Ne? Da weiß ich ja nie, wann man das noch mal sieht. F12 schnell. Ah, nein! Scheiße. Mach davon ein Foto. Zu langsam. Nein, ich hab den Schlüssel auch nicht mehr. Egal. Oh, keine Ahnung. Ey, die Freunde draußen haben das da. Ey, was ist denn der Chat? Kann man den nicht mal einblenden hier? Ich will meinen Chat sehen. Oh, Freunde, ey. Ich gehe auch mal kurz in den Chat. Das müssen wir kurz feiern. Klasse Runde. Alle freuen sich. FF, GG, mega nice. Press F to play. Respekt. Ohne Mühe, ohne Skill. Gewonnen. Ja. So war das tatsächlich. Gut, wir freuen uns jetzt noch ein bisschen, feiern uns, fassen uns an unter dem Tisch. Es wird schmutzig. Ihr könnt kurz noch mal Werbung euch angucken. Und danach sind wir wieder hier und dann holen wir noch eins. Ne? Ja, noch eins. Auf einem Chicken kann man nicht stehen. Der Appetit ist gleich. Tschüss. Schwede. Hey. Oh, da sind wir wieder. Spannend. Das erste Mal haben wir, also das zweite Mal hat Rocket Beans, aber das erste Mal haben wir vor allem hier in Hamburg absolut Chicken Dinner geholt. Ey, wir sind stimmt, Mann. Hier in Hamburg, stimmt. Ritzen wir unsere Namen. Das ist ganz besonders. Wir sind Rocket Marines. Sind wir auch. Spritz mir, ich meine, ritzen wir unseren Namen in den Tisch. Habe ich hier Hero gehört? tut mir leid, ich kann jetzt nicht mit euch reden. Ich muss gerade um meinen Sieg twittern. Ey, mach das bitte. Ja. Ihr könnt gerne nochmal. Ja, wir können ja schon mal hier, seid ihr alle auf Ready eigentlich? Hau uns hier alle rein. Wir wollen ja auch noch weiter spielen. Kann ich noch eine Lootkiste gar nicht kaufen? Guck mal, ich kaufe eine Lootkiste. Jo, was ja soll ich denn nehmen hier? Zum Feuer des Tages. Bei mir steht bei dem Geld N-A. So. Ja, der war gerade pinkeln. Vielleicht hat er sich nicht getraut, dass du das mitnimmst. Gemacht. Pass auf, wir öffnen mal meine Crate. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsch mir so sehr meinen kleinen Skirt. Mal gucken. Eine blaue Hose. Mann, das ist doch das Lameste auf der ganzen Welt. Eine blaue Hose. Passt die denn zu meinem Shirt? Nein, toll. Ja, passt. Da passt aber auch alles. Da passt auch hier die Camouflage-Hose. Nee, die passt nicht.
Schwarz. Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich sehr, dass wir diese Aquaman-Taktik durchgesetzt haben. Das wäre so ein bisschen, weißt du, wir kommen aus dem Wasser und bringen alles um. Das ist die Waterworld, das ist die original Signature Kevin Costner Methode. Wie angekündigt. Wie angekündigt. Das ist Hammer. Wir sind einfach Rattenmenschen aus dem Wasser. Mit Kiem. Das ist sehr gut. Wenn die auch gesagt die haben, diese Rattenmenschen aus dem Wasser. So ist das. So ist das, ey. Da muss man sich doch einstellen. Immer diese fiese Rattenmenschen. Ihr könnt jetzt gerne. Könnt okay. Ihr, irgendwie ist unser Team nicht komplett, merke ich gerade. Nein. Oh, ja, sind zu zweit nur noch. Aber ja. Bei mir, also. Ich liebe mal das Team. Ihr könnt es natürlich jetzt gerne jede Menge Kinoposter mit unseren Gesichtern drin und die Rattenmänner aus dem Wasser oder einem anderen Titel eurer Wahl schicken. Wir freuen uns dann darauf. Die Wassermänner aus den Ratten. Die Wassermänner aus Planet Ratten. Ich habe euch Invites geschickt, aber ich habe hier irgendwie. Ich bin jetzt eigentlich auch bei dir. Ich bin auch bei dir. Ey, was ist denn bei mir los? Ich muss mal einmal hier meine Grafik. Refresh das mal. Das hatte ich auch und dann wurde erst angezeigt, wie viele da richtig stehen bei mir. Ah. Jo. Das heißt, jetzt ist Simon dran, ne? Ich glaube, du bist jetzt King of the Hill. Oh, das ist wahrscheinlich der undankbarste YOLO-Simon, Alter. Direkt YOLO-Simon. Ich würde sagen, jetzt können wir einfach mal eine Action-Runde machen. Ja, ja. Schnell Ansage, das ist gut. Ja, ich bin der Mann für die Action-Runde. Wir können völlig befreit jetzt aufspielen. Genau. Ey, wir springen nicht relativ früh raus, looten, was das Zeug hält, und dann killen wir erstmal alles in der Umgebung. Timo sucht weiter nach dem Auto. Micha macht crazy Sachen. Okay, und Clemens beschützt mich. Warum nimmst du meinen Kopfhörer? Ey, die sind so schön angewärmt. Ich sammle einfach Munition für dich ein. Das ist ein guter Plan. Entschuldigung. Mir gefällt mir alles sehr gut. Ach so. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin auch sehr erleichtert. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Das ist wirklich. Weil das mal so teilen kann mit so vielen netten Menschen. Ja, jetzt haben wir alles erreicht. Viel mehr geht eigentlich nicht. Das ist so schön. Ja, das ganze zehnmal hintereinander. Egal, wenn wir es jetzt noch mal schaffen würden. Ja. Das wäre schon ziemlich geil, muss ich sagen. Aber der Druck, es ist unmöglich. Kein Mensch hat es jemals zweimal hintereinander geschafft. So. Wie? Ja, du. Wer hat sich da aus der Regie gemeldet? Oh, komm. Wisst ihr das? Die meisten Kills in einer Runde, wie viel das waren? 31 Kills, glaube ich. Alter. Hat einer geschafft, ja. Der hat echt wirklich. Erstmal so viele Leute sehen. Er muss eigentlich einen gehabt haben, der ihn gefahren hat. Und er saß einfach nur auf dem Jeep wahrscheinlich die ganze Zeit. Oder zwei. Ich meine, irgendwas, vielleicht weiß der Chat das. Ich habe den offen. Ich meine, das waren so viele. Vielleicht rede ich auch Quatsch. Ja, und ich war einfach nur im Fieberwahn. Ja, ist schon okay. Werden wir auch schaffen, zusammen vielleicht diesmal. Jetzt kommt schon direkt. Macht euch bereit, wir machen einen relativ frühen Absprung, sobald ich weiß, wo wir sind. Die kleine Insel, Norden. Wo sind wir? Ja. Willst du nach Kemesh gehen, zu der neuen Stadt eigentlich? Ist das eine neue? Ja, okay. Ach Gott, die kenne ich gar nicht. Ja, blau gerade. Alter, okay, dann müssen wir aufspringen. Okay. 3, 2, 1, raus. Okay. Sie wurde ja schon markiert von euch. Stimmt, sie ist ja jetzt auch drin. Ja, ja, da war halt nichts los und sie haben das hier alles ein bisschen umgemodelt. Auch Stalba oder wie das heißt. Ja, diesen, Stalba. Diesen Berg haben sie auch neu gestaltet, ein paar mehr Hütten reingebaut. Ja, ob das jetzt. Eigentlich schade, weil da konnte man so gut alleine rumhängen und einfach mal sein. Einmal das mal Leben sein. Genießen, weißt einfach du? Einfach mal den Ruinen genießen. Okay, sieht gut aus, wir kommen alle gut hin. Wollen wir schon mal aufteilen? Also Clemens und ich sind linksseitig, also würden wir im Westen alles abluten. Da ist ja quasi so ein kleines eingezäunter Bereich. Und ihr nehmt die kleinen eingezäunten Bereiche auf der rechten Seite. Okay, nehmen wir den Osten, ja. Okay. Bei Stalba waren auch übrigens zwei Dudes, die da runtergegangen sind. Warum nur zwei, weiß ich nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir, dass ich das nicht gesehen habe. Also wenn ich weiter. Also weiter nach vorne kommen will mit dem Fallschirm, darf ich nicht nach vorne drücken, oder? Ja, exakt, da musst du halt eine konstante Geschwindigkeit haben. Ja, so 30 bis 40, irgendwo dazwischen. Shit. Clemens, du kommst vor mir dahin. Ja, ich lande hier mal auf dem Dach. Oh, schaffe ich gar nicht. Ich habe meine Markierung weggenommen. Toll. So, bin jetzt auch da. Shit. Okay, ich komme ein bisschen später leider. Aber ich sehe auch in der Luft niemanden. Wir waren, glaube ich, sind recht alleine hier. Ich möchte, glaube ich, noch an dieser Stelle erwähnen, dass wir diese Taktik eben mit dem aus dem Wasser kommen. Habe ich vorgestern mit einem Dude aus der Community gespielt. Klebe heißt er. Und hat ganz gut geklappt. Schönen Gruß an ihn. Dankeschön. Aber das war jetzt schon mit uns schon besser, ne? Das war schon einfach zehnmal geiler. Ja, okay. Wirklich. Nee, da kann man nicht meckern, behaupte ich. Nö. Immer wenn da eine 1 steht, dann muss man nicht mehr meckern. Wer da noch meckert, da stimmt was nicht. Klick, klick, klick. Klapperstrahl. Tick, tick, tick.
Hier auf diesem Balkon ist ein Zweifach-Rucksack, ein Level-2-Rucksack, wie gesagt. Zwei Painkillers. Ist ja verrückt. Und ein Code, alles klar. Was für ein Code? Code Red. Code. Painkiller sind ja alle schön und gut, ne? Aber wir brauchen noch eine Waffe. Ja, Painkiller. Ein geiler Code wieder. Ich nehme an, wir brauchen noch bald ein Auto oder etwas ähnliches. Was ist das denn hier? Ja, wobei du hast... Oder wollen wir einfach laufen? Ich habe eigentlich nichts gegen Laufen, nur dann müssen wir wirklich ein bisschen früher los, weil wir sind ja dann doch recht am Rand. Aber ich glaube, die Zone ist ja noch ganz okay. Gibt es denn hier einen Timer, der mir anzeigt, wann die Zone... Ist es dieses 3 Minuten? Ja. Ah, okay. Genau. Und ich sag mal so, ab spätestens 1:30 würde ich dann gerne loslaufen. Wobei, ja, also finde ich gut. Bloß du weißt, die Zone startet dann ja erst und die startet ganz außen, ne? Also es ist, glaube ich... 1K, geil, du. Aber du hast schon vollkommen recht. Ja, okay, aber wir sind ja außerhalb der Weißen. Ich wäre schon gerne... Auf jeden Fall. Bin ich auch Freund davon. Hier ein geiler Reaktor. Habt ihr eine Level 1 Weste schon? Jo. Okay. Sogar eine Level 2 Weste. Ja, habe ich jetzt ja auch. Geil. Ja, die Stadt ist so. Ne? Es ist halt irgendwie eine Stadt. Kann man machen. Oh, hier liegt eine Scar. Ich bringe mal Stuff mit. Wenn jemand noch so gar nichts hat. Ja, würde ich tatsächlich nehmen. Ja, ist bei mir. Kannst du mal deine Position markieren, ganz kurz? Ja, sicherlich. Da. Green. Alright. Kann ich hier eine Muni legen? Oben oder unten, oder wo ist die? Unten. Braucht jemand einen 1er Rucksack? Ist auch nur ein einstöckiges. Wahrscheinlich nicht, ja. Nee, danke. Okay. Da in dem kleinen Mini-Haus, oder was? Ja. Okay. Ah, die wart ihr schon überall. Ihr Flinken. Falls jemand einen Helm findet, den er nicht braucht. Okay. Achte ich mal drauf. Was hast du, 1:30 oder 1:15? Oh shit, es ist schon 1:30. Ja, okay, letzte Loot-Aktivitäten und dann geht's aber wirklich, wirklich runter. Ich gehe jetzt auch runter. Und dann treffen wir uns alle. Meinst du hier bei Blau? Oder? Hier ist ein geiles Moped. Okay, Moment. Ja, naja, das können wir nicht nehmen. Ne? Ja, aber damit kann man zumindest mal auf die Suche. Ich markiere mal schnell was. Ich suche mal schnell was. Oh, da kommt jemand. Ich bin das. Okay, gut. Sehr gut. Ich habe was markiert, ist direkt an der Grenze der Zone. Müsste grün sein. Nimm nur meine grüne Markierung weg, bitte. Oh ja, Entschuldigung. Oder rot, ja, da ist rot. Hier ist auch ein Buggy. Ich lage alle Seiten. Und da vorne ist ein Jeep. Alles gut, Mann. Okay, zum Jeep. Die sind richtig geil. Die sind die Seals. Ja, das ist schon, der Ruf wird sich rumsprechen. Natürlich. Die Taktik werden andere auch versuchen. Hey, wir sind jetzt E-Sportler. Ich hole euch. Gibt es eigentlich so ein riesiges Battleground-Turnier, so mit fetten Preisen irgendwie, ja, dicke Autos und. Ja, auf der Gamescom war doch. Ja, aber so fett war es nicht, ne? Also mit fetten Geldern. Hat doch. War schon nicht schlecht, glaube ich. 500, 250. Aber aufgesplittet, oder? Nicht für den ersten, oder? Ja, gut, ja. Come on. Drift. Come on. Also wir können mal ein internes machen, dann gibt es einen Gutschein für den Händelgrill oder so. Ey, nice. Clemens. Ich habe jetzt einfach mal ein Auto geholt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der Plan ist. Ich steige ein. Wir warten jetzt alle auf Clemens, ja, ja. Bis ja, der auch kommt. Ja, ja. Like always. Fußlahm bist du. Okay. Okay, Jungs, ihr müsst die Markierung setzen, ich bin der Driver. Oh ja, fahr erstmal geradeaus, bitte. Ach so, ich setze dir gleich die Markierung. Okay. Ja, rot ist. Könnte man machen, ist direkt am Rand. Ja, ja, ist eine erste Option auf jeden Fall. Okay, eine andere Option für mich wäre Lipovodka. Aber da müsst ihr sagen, ist das vielleicht dumm? Weil vielleicht treffen sich da alle immer. Naja, tatsächlich ist ja das Flugzeug irgendwie so von Nordosten nach Südwesten geflogen. Dementsprechend könnte relativ entspannt sein. Da fahren klar immer ein, oder zwei Menschen. Hin. Was meint ihr? Menschen vielleicht?
Ja, Menschen vielleicht auch. Menschen könnten mehr sein, weil das ist kreuzt eher die Strecke des Flugzeuges. Wobei, die sind wahrscheinlich auch schon wieder weg. Ich fahre jetzt zu Rot, ne? Nur mal kurz. Ja, Rot ist schon mal okay, ich weiß nur nicht, wohin. Schwer zu sagen, Simon. Ach komm, Menschen. Menschen ist, finde ich, leichter zu verteidigen. Also man sieht hier einfach weniger Gebäude. Lass versuchen. Wir wollten hier eine Action machen. Wollen wir die kleinen Gebäude jetzt hier noch einmal durchlooten? Hier, was, hier rechts beispielsweise? Die hier? Ja, warum okay. nicht? Okay. Die Kruckmeister, das war schon sehr früh. Ja, ich dachte auch, das war's jetzt. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Das war sehr unangenehm. Wir können auch gleich mal einen schönen Haufen machen mit Stuff. Ich habe ganz viele lustige Sachen für euch. Mhm. Hier ist noch eine Polizeiweste. Level 2. Habe ich schon. Hab das schon. Sehr gut. Wenn wir alles gelootet haben, wollen wir noch so einen Haufen machen? Oder erst noch weiter? Können wir machen. Ja, ich würde auch sagen, erst einen Haufen machen, gucken, was noch. Ich bin bereit für Haufen. Was da ist. Haben wir alles gelootet? Sollen wir hier Haufen machen? Ja, ich schon. Ich bin jetzt rausgesprungen. Ich weiß nicht, ob wir alle Häuser schon gelootet haben. Das ist natürlich. Ja, das ist offen. Scheint so. Es dann komme ich jetzt zu den anderen. Ich gehe zu euch. Ja, okay, aber lasst es drin machen, nicht draußen. Ich komme zu Timo und Clemens. Okay, okay, dann komme ich auch zu euch. Das kann ich hier rausschmeißen. Das kann ich rausschmeißen. Das kann ich rausschmeißen. Das. Das auch. Das hat jemand 4-4er Munition? Ich habe dafür 7-6er. 4-5 meinst du? Nee. 4-5, ja. So. 4-5 habe ich, ja. Nee, nicht, doch, die nehme ich aber auch gern. Punkt 4-5? Ja. Kriegst du. Bitteschön. Ja, ich bin nicht glücklich, ne? Hat noch jemand 5-5-6er? Ich habe ja eine Waffe. Ich habe 30 5-5-6er. 5-5-6er brauche ich. Wie, die 7er braucht keiner? Nee, ich hab nichts dafür. Oh, das, ja. Molotov gebe ich euch auch. 5-5-6er hätte ich gerne. Hat aber niemand, ne? Nee. Ich da einer, die ganz kurz die Punkt 4-5 nochmal hinlegen, wenn die keiner braucht. Die habe ich gerade reingelegt. Achso, ja. Nur wenn du sie nicht brauchst. Brauchst du sie auch? Okay, dann gib's. Okay, brauchen wir alle 5-5-6er. Ich habe kein Medkit. Wie viele waren das? Ich gebe dir mal. Du auf jeden Fall eins. 40. Okay. Ich brauche die auch. Ich hatte auch ein bisschen was davon. Nice, okay. Hast du einen Painkiller? Ich habe einen Painkiller, ja. Okay. Ist okay. Ein Energy Drink? Habe ich nicht, ne. Bis ein. Geil. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Medkits? Nein, ein Verband habe ich. Verband habe ich auch. Es gibt tatsächlich Medkit und First Aid Kit, ne? Also Medkit ist ihr Sanitätskoffer. Ah ja, entschuldige. Habt ihr ein First Aid Kit? Ja. Je nachdem, was für eine Sprache man hier spricht, ne? Ja. Ich sag ja auch ganz gerne zum Verband, sage ich auch, also zu Erste-Hilfe-Koffer. Ja. Das ist ganz dumm. Okay, das ist wirklich das Schlechteste aus allen, aus allen Welten. Man, so viel Kram und ich kann einfach nichts davon benutzen. Na gut. Ich habe wenig Munition. Ich auch. Also ich bräuchte unbedingt noch Munition. Und ich muss 30 Schuss für die M60. Und ich muss sehr präzise töten. Kriegen wir alles hin. Hier liegt noch eine Machete, die will aber natürlich keiner. Okay, so suchen wir ein neues Ziel oder wollen wir das Menschen erstmal versuchen zu verteidigen? Guck mal, auf dem Weg zum Menschen, ich mach's mal blau, liegt hier nochmal so eine Häuser. Kluft, können wir auch noch mal reingehen, wie du willst. Wir sind ja noch gar nicht, wir sind ja noch gar nicht. Ja, wir sind noch. Okay. Also, wir können jetzt mal in die Richtung bewegen, ne? Okay, genau, wollen weiter. Wir? Gut. Okay. Oh. Schleichen sie alle. Wollen wir laufen oder wollen wir Auto fahren? Wenn du mich fragst, würde ich gerne das Auto nehmen. Haben alle nur einen Level 1 Helm, ne? Was ist das für ein Motorradhelm? Eine Motorradgang. Okay, wo ist das scheiß Auto? Wo ist das Auto? Da war ich schon drin. Ich habe das Auto verloren. Es steht direkt vor der Haustür. Das. Ja. Ah. Okay. Ja, dann schmeiß ich den Laden mal an hier. So. Einfach eins weiter, wa? Einfach eine Station weiter. Also muss niemand entscheiden. Ja, ja. Genau. Ist aber in der Zone easy. Ich fahr mal erst noch ein bisschen rum. Ich sag, wann ich halte. Aktuell ist danke, hier nichts, Timo. Damit wir nicht hier irgendwie sterben. Dankeschön, Timo. Okay. Anscheinend. Jo. Hier ist ganz viel 762, wer das braucht. What? Direkt bei mir. Ich hab's nicht eingesammelt. Oh, da bin ich ja direkt vorbeigelaufen. Nice.
Okay, jetzt habe ich unfassbar viel Schuss. Gut, dann musst du alles regeln, weil wir haben natürlich alle sehr wenig. Ich regle das. Alle 5 und 6er brauchen. 5 und 6 habe ich auch gerade gefunden. Aber die brauche ich auch selber. Hier ist noch ein Red Dot, falls ihr braucht. Das hier. Das Suppressor. Oh, nehmen wir mal mit hier für die Handgun. Okay. Jetzt müsstet ihr wahrscheinlich doch schon fertig sein, oder? So, oh, ja. Ist das ein alter Krogi. Ja, die will ich nehmen, aber sorry, mein Freund. Hier ist richtig geil. Hast du dir jetzt nicht was gebrochen? Nee, du kannst da rausspringen, das geht schon klar. Also ich glaube, bis zum zweiten Stock ist alles easy. Ich gehe einmal in die kleinen Buden gegenüber. Ja, gehst du links oder rechts? Dann ich gehe ins linke. Okay, die Zone hat sich bewegt, aber die ist immer noch sehr gut. Die Tommy Gun kann man gar kein Visier machen. Ne? Was ist jetzt nochmal der Plan? Zum Menschen. Okay, ich höre ein Auto. Auto? Ja. Drauf. Wir müssen Munition sparen, oder? Ja, könnt ihr Türen zumachen, schnell? Naja, hier ist die ganze... Fahren die vorbei? Fahren die ganze Laden ist hier offen. Wir sind schon bei Süden jetzt. Fahren vorbei. Die fahren zu Menschen tatsächlich, glaube ich. Okay. Ja. Shit. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir einen neuen Plan. Kann ich feuern? Naja, hast du denn genug Munition? Ja. Naja, das sind 4 halt, ne? Wenn die nicht... Na. Ey, wir haben so wenig Munition, ne? Ah, also können wir nicht wirklich helfen. Gut gesehen. Okay, ich hab's schleien lassen. For the greater good. Ich hab neu markiert. Nee, das ist außerhalb des Weißen nicht gut. Gesehen, alles andere ne? ist verdeckt. Dann lass da hingehen. Ich hab's rot markiert. Direkt vor. Direkt in der Nähe. Ja, okay. Hingehen. Also ja. Menschen geht jetzt nicht mehr. Ich würde auch nicht mehr Auto fahren, wenn ich. Nee, warte mal, warte mal, kurz, warte mal, stopp. Nee, da sind ganz die kurz, doch. Ey, die sind da alle drüben. Die sind nicht, in der Menschen, sondern die sind da, in dem davor. Ja. Da sind sie, wo ich gerade markiert habe. Oh, ich glaube, wir haben es gesehen. Die sind halt nicht in der Menschen, sondern genau da, exakt. Da guckt einer, da lunzt doch einer. Ja, okay, dann sollten wir da natürlich nicht hin. Ich habe so wenig Munition, Mann, ich habe nur 30 Schuss. Was mit dir? Ja, auch nicht, ich habe auch nur 30. Okay, also dann müssen wir eigentlich abhauen, weil die werden. Okay, dann Auto. Okay. Auto und weiträumig umfahren. Oder wir warten, bis die in ihr Jeep wieder steigen. Und bratzen das den Jeep weg. Ich sitze schon drin. Okay. Okay. Okay, schnell rein, schnell weg. Wo ich fahre, oder was? Michael fährt. Wohin? Dann doch Menschen. Oder? Ja, dann doch Menschen, aber versuch weiträumig zu fahren. Bitte nicht direkt dran vorbeifahren. An denen. Oh, das ist doch gut. So wir wollen den Schluck aus der Flasche. Sehr gut gemacht, Clemens. Herausragende Fahrskills. Skills. So, wenn ihr jetzt noch wisst, wo die Menschen sind, ist die da oben? Ich nehme. Die ist direkt rot markiert. Ja, genau, okay. Die ist direkt da oben. Alter, da wird gut was los sein, ey. Wir müssen aber immer noch auf die Jungs ich fahr da einmal aus der Runde. Fahr mal links zu dem Haus. Genau, fahr an das Haus und dann schießen wir von da auf die Menschen, mal, hier wenn was sein sollte. Die Menschen ist super. Vorsicht. Halt. Sag, wenn du anhältst halt, jetzt. Jo. Okay, ich würde vorschlagen, ich gehe mal hier hoch auf den Ich laufe einmal die ums Haus herum. Und guck mal, was die Jungs, die wir gerade gespottet haben, machen. Sehr gut. Ist natürlich sehr tricky. Glaubt ihr, es ist nicht gelootet? Doch, hier ist noch einiges. Die Tür ist auf jeden Fall offen. Warum ist diese fucking Tür auf? Also hier wurde auf jeden Fall schon gelootet. Ist das Haus gewesen hier? Ja, ne? Ja. Ja, seid vorsichtig, ne? Die können hier einfach sich verschanzen. Schlägst du die Scheiben ein? Ja, das macht Timo. Also dieses Haus scheint safe zu sein, tatsächlich. Ja, dieses Haus ist safe. Das kann man schlecht schützen, weil natürlich die Garage auf ist. Hm. Meint ihr woanders hin, oder? Ah, schwer zu sagen. Wir können versuchen, ins Menschen reinzukommen. Wir haben halt alle so wenig Munition, bis auf Timo. Das ist der einzige Knackpunkt tatsächlich. Ich kann euch auch leider nichts geben. Das heißt dann also, dass Timo vorgehen sollte. Und, ja, okay. Machen wir wie die Russen im Weltkrieg. Jeder nimmt die Munition des gestorbenen Vordermannes. Okay. Dann müsst ihr das aber leider erstmal irgendwie absägen. Ich wollte jetzt Kurva sagen, aber es muss das in eure Maschinengewehr reinpasst hier, meine Munition. Wollen wir zu dem kleinen Häuschen, da gehen wir beide? Direkt gegenüber, hier von uns. Also wo ich hinlaufe? Ja, genau. Ich bin direkt bei dir. Ja, lass das machen. Siehst du mich? Ja. Lass aber auch gucken, dass die nicht aus dem Menschen rausschießen. Genau, lass uns mal einmal ums Haus laufen. Ich sehe bevor du reingehst, bitte. Ich gucke einmal rein. Da waren die Türen innen auf jeden Fall zu. Ich sehe auch, also ich gucke von drüben sieht gut rein. Aus. Wir gehen mal rein, wir stürmen mal. Ich melde mich, wenn ich jemanden sehe. Ich gehe direkt hoch. Ich bleib unten.
Ich nehme an, ihr habt schon Polizeiwesten alles, ja? Hier gibt es eine Stufe 2, ist übrig. Die Dudes da hinten bewegen sich auch nicht, also ich sehe auch nichts. Auf die könnten wir eigentlich warten. Weil die müssen ja irgendwann raus. Die Position ist nicht so verkehrt tatsächlich, ja. Die Zone findet sich auch genau jetzt. Dann ist nicht mehr drin, aber... Aber ist nicht weit. Ist nicht weit. Nein, ist nicht weit. Habt ihr Munition gefunden jetzt endlich? Es ist echt wenig hier. Ich habe gar keine Munition gefunden, nein. Tatsächlich. Simon, hier ist nichts mehr. Du musst so wirklich präzise schießen. Benzin kann ich da mitnehmen. Simon, die Level 2 Weste hast du schon, ne? Nee, hier unten müsste die eigentlich liegen, da, oder? Ah, ja, genau. Aber ich habe auch schon. Also, wenn du Platz für Benzin hast, dann würde ich ihn schon mitnehmen. Ja, okay, habe ich. Okay. Willst du nochmal ran? Nee. Nee, ich dachte nur wegen dem Benzin. Gut. Simon, ich höre ein Auto? Shit, ja. Shit. Was ist ein Auto? Glaub mir, ich höre sowas. Ja, aber das fährt noch weit weg. Simon, wollen wir noch die Zeit nutzen und schnell noch in so ein Häuschen rein? Oder auch ein bisschen ins Munition? Ins meinst du? Oder was ja, meinst du? Einmal hier das Gelbe abchecken. Also die, an denen wir da vorbeigefahren sind, die müssen natürlich früher los als wir. Ich finde es wenig Zeit. Zeitdruck. Ich habe es rot markiert, wer spotten leider, weil da so viele Bäume zwischen sind. Kannst vielleicht ich auch mal würde am Balkon liebsten eigentlich gerne zu rot laufen. Ja, aber dann bin ich so kacke offen. Okay, du machst Call. Ich bin jetzt in einem Haus im Menschen drin. Ja, Simon, was aber okay, Krogi kommt hinterher, aber ich gehe auch schon mal vor. Nee, ich komme zu dir. Du machst Ansage. Ich komme jetzt direkt zu dir. Letzte Tür. Ja, lieber ein bisschen langsamer laufen und sicher laufen, als ich wieder dachte, rennen und erschossen werden. Immer noch ein Vierversuch abgegriffen. So, ihr kommt wieder zum Auto, oder? Ich laufe vor. Ihr könnt das Auto nehmen, ich laufe schon mal vor. Ach so. Nee, ihr könnt mich ja gleich abholen. Ich scoute schon ein bisschen. Okay. Kobi, wie sieht's bei dir aus? Warte, das muss ich noch alles mitnehmen. Okay, ich habe 4 Erste-Hilfe-Koffer. Hammer. Sehr gut. Und ich habe jetzt immerhin 30 Schuss, 30 extra, also 60 Schuss. Und wir sollten uns schon langsam bewegen, weil wir auf Simon nicht alleine sind. Ich laufe direkt zu Simon gerade. Ach du, komm, wir fahren, ne? Ja. Ey, ist völlig okay, fahr doch. Ey, ihr seid aber auch direkt hinter mir. Sieht sicher aus. Schön spotten, umschauen. Okay, ich höre euch. Ja. Das ist keiner. Ich verwirre mich, die Büsche. Bist du rein? Ja. Kommen Sie. Achtung, ich lieg da beim Baum. Bitte nicht über mich drüber fahren. Park da mal. Am Baum. Schön im Schatten. Okay. Das klappt doch gut. Okay, jetzt machen wir wieder, dass wir ein paar Mal drum rumfahren erst, ne? Ja. Bitte was? Wir fahren erst ein paar Mal drum rum, ne, bevor wir irgendwas machen. Ich markiere auch das andere Haus mal. Nicht die Türen, Türen auf. Okay. Ja, kannst weiterfahren. Wenn die Türen auf sind, bringt es einfach nichts. Dann sind die aber auch da schon. Dann in der Halle, meinst du? Die Route von denen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind auch nicht hin. Besten großen Bogen drumherum machen gleich. Okay, also rot weg. Ich suche was Neues. Ja. Ja, ich meine, da bleibt ja eigentlich nur das hier. Oder wir gehen... Aber auch da könnten die... Ja, warte, ich habe was Neues. Fahren wir dahin. Wo ich gleich ein Stück höre, steht auch ein Auto. Das ist aber nicht, steht ja nicht normal. Da rennt einer, rechts von uns, direkt rechts von uns am Baum. Rechts von uns? Ja, direkt hinter Baum. Ich sehe, Fall um. Oder, sag irgendwas. Wo? Alter, der schießt, jetzt direkt der zielt. An der großen Eiche. Halbbahn, wollen wir den nicht wechseln? Halt jetzt an. Ja, aber das ist noch mehr, oder? Halt jetzt an. Okay. Alter. Mega offen, ne? Ist down, hab ich ausgenockt. Geil. Oh, hier kommt Schüsse in der Hundehütte. In der Hütte daneben. In der Kackhütte. Aus der Hundehütte? Ja. Oh, Simon, sehr schön. Was denn, bin ich zu weit? Halt okay, aber bring nichts, wir können weiterfahren, weil wir wollen es ja nicht rushen, oder? Nicht schießen. Okay. Let's go. Lass abhauen. Schnell, los. Schnell fahren. Oh, shit. Aua. Oh, mein Pop ist. Ich fahr zu rot, ne? Ah, wie geil. Ja. Ey, ein Kill geholt. Hab ihn gekillt, ja. Ja, klar. Nice. Der war auch ganz weg, ne? Der ja. Cool. Okay, hier ist ein Drop geworfen. Vorne ist ein Drop, den wir aber ignorieren. Das war aber ein gutes Scout. Alter, wie scheiße klein ist der in der Kreisbitte? Ah, ja. Holy shit, jetzt kommen wir nicht mal mehr. Das Haus ist leider außerhalb. Ja, aber können da hinfahren, ne? Was soll ich machen? Hauptsache, ja, lass da mal hin. Und dann müssen wir jetzt weg, dann anhalten. Alter, ich hab richtig einen Hals abbekommen. Okay, jetzt schnell irgendwo rein und heilen. Hier ist offen. Achtung, hier war schon jemand. Kommt ein Auto? Achtung, kommt ein Auto. Ich hab Blut an der Mütze. Alle zu Clemens, oder? Ja. Ich hab hier ein bisschen durchs Fenster geguckt, aber ich kann nicht hundertprozentig sicher sein. Bei Timo. Ja, ich muss mich unbedingt heilen. Okay, ich geb dir Deckung. Oh, ich hab mir beschossen. Von wo? Sieht einer was? Ich weiß nicht, ich lieg hier.
Ja, ich versuche dir Deckung zu geben. Oh ja, ich seh, von geradeaus, geradeaus eine, genau auf 33. Shit, ja, ich sehe es. Achtung, rechts an der Mauer, quasi von euch beiden im Westen, 285, ah, an der Mauer. Bist du, kannst du mich eventuell ja, heilen? Moment, ich lauf mal. Ah, Achtung! Ah, fuck, fuck. Ey, kannst du mich irgendwie heilen? Ich bin direkt gegenüber vom Tresen, Timo. Ich komme aber nicht zu dir, weil dann bin ich in seinem Schuss. Ja, das sind zwei Stück. Ich muss eben ein bisschen, kurz ein bisschen warten. Clemens. Hast du noch Zeit? Ja, es geht noch. Gib Wasserstände durch. Ja, ich hab noch. Oh. Schmeiß einen Granat nach mir. Oh shit, die sind da wirklich richtig nervig. Kannst du wirklich nicht zu mir kommen? Nee, ich kann. Ich, okay, also ich kann. Ja, Moment, ja. Hinter uns. Ah, pass auf, geh hinter mich. Nicht neben mich. Hinter mich. Hinter uns, Krogi. Sehr gut. Am Fenster. Alter, das war ein richtig guter Call mit dem Rauch. Ist er? Ist er? Alter, er kommt rein, oh Scheiße! Hast du ihn? Oh, ja, super, da kommt noch einer. Das sind drei Leute. Das sind vier Leute. Okay, ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Oh, okay, fick. Achtung, okay, oh, die Granate saß. Du, Timo, lebt Achtung, noch. Zwei vor der Haustür. Gehen gerade rein. Timo, du machst es. Oh, ich hab einen, aber. Ah, schade, aber locker schade. 10. Platz, ey. Es war am Ende ein bisschen knifflig, aber ich finde, Timo, das richtig gut. Ja. Uns alle ja, auch gut geführt. So. Ey, nur mit, jetzt ein bisschen Pech dabei. Ja. Bisschen Pech, ein bisschen Dummheit. So, beides so bei uns. Ja, ich habe keinen richtigen. Ah, da war noch einer, der dann mich dann weggeholt hat. Ja, von meinem Fehler, aber ich bin direkt in die Schusslinie von denen gelaufen. Ich dachte, die sind woanders, bin aber direkt stattdessen. Ja. Naja. Trotzdem gut. Ey, Top 10, alles cool. Ach. Das war sehr gut aufsetzen. Aufregend. Okay, nächstes Mal wird der neue Anführer gewählt, und zwar Clemens. Das Herz boppert auf jeden Fall. Ey, jetzt bin ich. Das geht nur ab. Jetzt weißt du endlich. Was ist dein Plan? Nachdem du jetzt diverse Fehlschläge und auch einen großen Erfolg miterleben durftest. Ich lasse mich da ein bisschen treiben, glaube ich. Treiben mal gucken, lassen. Wo wir rausgehen. Dann ein bisschen treiben lassen. Ey, dafür, dass du so eine Fun-Runde machen wolltest, sind wir doch weit gekommen. Ja, aber wir haben gar keine Fun-Runde gemacht. Es wurde doch sehr schnell ernst. Ne? War überhaupt keine Action. Ging direkt los. So. Okay. Machen wir jetzt erstmal Werbung. Scheint so, wa? Machen wir erstmal Werbung, gut, dann machen wir das. Danach geht's weiter. Vielleicht könnt ihr voten, vielleicht nicht. Mal gucken, ob es repariert ist, aber auf jeden Fall ist als nächstes der Clemens. Okay, voten geht nicht. Vote spart euch vorbei. Eure Fingerchen. Tipp, tipp, tipp. Bis gleich. Ich nehme die Wahl an. Peace out. Was machen wir denn da? Der demokratisch gewählte Anführer Clemens ist direkt bereit. Im Amt. Und ich muss mich auch direkt konzentrieren, weil wir sind jetzt schon im Flugzeug. wir fliegen zu den Fischerdörfern. Da möchte ich hin. Da müssen wir ganz schnell raus. Alter, okay. Simon, wir springen jetzt raus. Oh, okay. Fuck, fuck, Mann. Oh, Fischerdorf? Verliebte Fischer, oder was? Ja. Verliebte Fischer. Da fliegt da vor uns schon mal einer. Boah, mein Körper sieht da doch richtig geil aus. Das könnte eine sehr kurze Runde werden. Da gibt es, glaube ich, gleich richtig Action schon mal. Oder eine sehr geile. Wir gucken, dass wir vielleicht alle in das, was hier näher bei uns ist, gehen, falls es wirklich zum, ja, da landen nämlich auch Leute. Jetzt Clash schon mal schön in den Sturzflug. Wo soll ich denn reingehen? Welches Haus? Da droppt da der Clemens. Was ist denn mit dir los? Wir müssen schnell nach unten kommen jetzt. Okay. Da sind viele. Scheiße, das wird richtig schlimm. Es gibt Action. Okay. Echt jetzt? Oh, ich versuche, ich im Südwesten alles zu looten. Da ist auch noch keiner im Moment. Oh ja, Clemens, bei uns direkt einer. Sollen wir ihn umboxen? Umboxen. In die Fresse hauen. Mit ja, noch zwischendrin, Leute. Der ist genau neben dir. Lass ihn direkt snacken. Oh, es leckt ein bisschen auch bei mir. Nix. Weghauen. Ja. Der ist auch nackt. Der rennt auch. Der hat Angst. Ich spüre ihn. Der hat Angst. Wir haben ihn. Komm. Er braucht die Hilfe. Ich habe eine Schrotflinte. Ich kann jetzt kommen. Ja. Okay. Ich okay. Ja, jetzt. Sehr gut. Ich renne zu euch. Ah, es hat wirklich geleckt. Shit. Ne? Aber auch schlecht geboxt. Ist da nur einer oder hat er den Ball? Ja, da ist irgendwie nur einer. Ihr könnt auch kommen. Und der kommt jetzt zu euch. Wir treiben den gerade zu euch. Aber nicht uns treffen. Links oder rechts am Haus vorbei. Wir treiben ihn. Da ist er, da ist er. Ich geh weg. Oh, du hast mich auch getroffen. Du hast mich durch ihn auch getroffen. Oh nein. Oh nein, da war doch noch einer. Kotmeister, was machst du? Ich hab nichts, Mann. Oh, hier ist noch einer. Schieß den Typ am weißen Zaun. Hier ist noch einer. Mach den alle. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh nein. Hilfe. Ich bleibe einfach mal liegen. Leute, bringt euch in Sicherheit. Jeder für sich selbst. Oh, der knockt mich aus. Ich brauche bitte keine Pistole. Fuck. Ich brauche eine Pistole. Okay. Oh. Es ist ein Schlachtfeld. Guck jemand alle weg. Kannst du die wegkriegen? Ich muss mich verstecken auf dem Klo gerade. Es ist richtig dumm, aber ich habe nichts. Ich habe auch. Hier, da kriegt noch einer. Schieß den. Ja, genau. Den Kriecher. Ja! Yes. Yes. Geil. Ja, Mann. Nice, Mann. Alle weg? Da kann ich nicht doch noch einer runterkommen. Nee, ich glaube, du hast drei oder so erwischt von ja, denen. Drei habe ich. Da muss aber eigentlich noch einer sein. Wieder zu kommen? Ja, eigentlich muss noch einer sein. Aber weggerannt. Oh. Ah.
Oh, jetzt habt ihr die M16 weggenommen. Oh nein. Hattest du nicht eine Waffe? Ja, aber ich hatte. Die habe ich jetzt ja hingedroppt. Für die. Also, nee, UMP habe ich, aber scheiß drauf, nehme ich jetzt. Achso, ja, wir können auch. Können wir ja, tauschen. Dann nehme ich die UMP. Ja, nice. Okay. Okay. Wie ist das jetzt? Hast du denn dafür auch? Sorry, ich habe gerade. Wie ist das so passiert eben? Das war so dumm. Aber tut mir leid, dass ich dich getroffen habe. Ich. Ja. Hast du Neuner dafür? War vielleicht warst du es auch gar nicht. Ja, ja. Das ist Kollateralschaden. Das passiert aber nicht vielleicht. Vielleicht war es auch der Typ vielleicht von der auch Seite. Der Typ. Ich wusste nicht, ja, dass da noch einer steht. Das war natürlich. Kann natürlich auch gewesen sein, ja. Geil, wie sie gejagt haben. Also, die liegen nur Särge, oh, Mann. Da sind 5000 Leute. Die liegen nur Särge. Oh. Ich habe naja, keine ey. Waffe. Ich habe noch nichts. Simon, gut, was machen wir? Kogi, der Deal war irgendwie richtig scheiße, aber gut. Spielt bitte, ich, bitte euch. Also, okay. Ernst. Die Regie kann den Timer gerne mal resetten, dass wir wissen, wann es ja, zu Ende geht. Wir werden jetzt noch weiter looten. Ja, nach der Zeit ist sowieso die letzte Runde wahrscheinlich. Wir können ach, ist das schon wieder soweit? Ja, wir können mal gucken. Wie die Zeit vergeht, wenn man super gut ist. Ja. Also ich habe Zeit, machen wir wollen. Ja, macht ihr erstmal die Runde fertig. Wir können auch, ich meine, jetzt mal zu der anderen viel Runde besser als Platz 1 wird es heute eh nicht mehr. Also kann man auch mal früh Feierabend machen. Ja, viel besser wird es wirklich nicht mehr. Wir müssen ja auch morgen hier aufs Wasser, ne? Oh ja, oh, wir haben morgen den großen Rocket Beans Kanu-Ausflug. Wenn ihr auf dem Wasser live seid, seid live gewarnt. Genau, wir streamen live natürlich. Ich hätte sicherlich mal der ein oder andere Periscope-Stream angemacht, wie ich den Krogmeister kenne. Nee, nee, ich bin da zum Bierchen trinken. Habe ich das gerade laut gesagt? Wirklich, nein, wird keiner von uns, weil ich hatte auch überlegt, ob ich Instagram mitnehmen soll, aber dann ja, dachte doch ich mir, komm, nee, ja, muss nicht sein. Instagram hat man ja immer dabei. Ja, oder? Doch, ich nehme das Handy mit auf jeden Fall. Mach einen kleinen Handy Periscope aufs Kanu? Ich sag's jetzt, Leute, wir machen einen kleinen Perry. Yeah! Kleinen Perry kann ich anbieten. Tom warum? Perry? Ich mag das. Kleinen Perry. Ja. So schön, wenn Micha P. eine Rede hält. Das kriegen wir schon hin. Ja. Okay, ich habe 19 Schuss mit einer UMP. Ich habe sonst gar nichts. 9mm Schuss gibt's bei mir. Direkt bei mir. Nimm die gerne mal mit. Ich nehme die mit. Was soll das? Ich habe eine UMP. Das bin ich für ein Arsch. Ich nehme die mit. Brauchst nicht zu mir kommen. Ich bin da gerade etwas ein bisschen verplant. Ich bin da die Häuser weiter, ne? Da, Timo, wo wir abgesprungen sind. Bornheimer, ich drop's dir. Du bist. Hier, warte. Lass noch 60 liegen. Geil. Jetzt ist doch wiederum richtig geil. Hier ist auch noch ein Rucksackstufe 2 okay, bei mir. Schafft, oder brauchst du den? Brauch ich den Rucksack? Handgriff? Ich markiere ich den. Ja, ich hätte es genommen. So bin ich. Aber ich hatte sonst keinen. Achso, okay. Ja, ist gut. Brauchst du einen Kompensator? Nee, das ist glaube ich nicht für SMG, oder? MP. Mikro-Uzi, UMP, Vektor. Hau mal rein. Geil. Habe ich dir einen reingehauen? Dann bin ich heute der UMP. Was mache ich denn hier? Das ist natürlich. Hast du einen Helm gesehen? Ja, das ist Stufe 1 aber nur. Ja, ist neben alles. Ja, komm mal zu mir, da wo rot markiert ist, da ist auch noch. Okay. Im Haus nebendran. Also da, wo rot ist, Rucksack Stufe 2. Hast du den? Ich brauche alles. Dann nimm. Genau. Hier ist noch sehr unverbraucht. Okay. Aber hier sind Türen auf. Also auch naja, die ich nicht, aber die ich nicht aufgemacht habe. Und oh, der Typ, den wir hier gejagt haben, der war nicht, der hat die nicht aufgemacht. Ja, bist, ja. Ey, die Maschinenpistole. Ja, du fandst du nicht so geil, ne? Bitte? Die Maschinenpistole fandst du nicht so geil, ne? Und endlich Munition mit angelegtem Trenchcoat, den hab ich ja. Ist doch der Trenchcoat, oder? Was? Nächster Mantel. Es gibt sowas? Das, was ist das denn? Ist das Quatsch? Tommy Gun. Ja, das habe ich mich auch mal gefragt, ob das wirklich so ist. Ist das Bullshit? Ist das ein Trenchcoat, den ich trage? Was sagt der Chat? Ich bleib hier so lange stehen, bis der Chat sagt, dass es wahr oder nicht. Aber wie wär's, wenn du es einfach ausprobierst? Ey, das ist so smart. Baller einfach. Das war mir gar nicht bewusst, dass es solche Perks gibt. Aber Kogi, ich sehe gerade, dass du eine M4 und eine AK hast. Brauchst du die? Nee, ist es nicht. Da schießt du was? Das bin ich. Brauchst du die beiden Rifles? Selbstverständlich nicht, aber kannst auch die ich möchte sie auch nicht hergeben. Kannst natürlich auch die Maschinenpistole nehmen. Die also du hast eine gesilenced M4. Ja. Das ist ja wieder krass. Kann ich die AK haben? Ja, nur dann brauche ich 556er bitte. Ich hab nichts. Okay, dann gebe ich dir die AK. Ich gebe dir die AK. Unser Team muss stark sein. Du kriegst die AK. Achso, du hast nur 30. Ja, okay. Deswegen habe ich die eingesteckt, verstehst du? Vielleicht können wir ja gleich noch mal ein bisschen zusammenschmeißen. Schmeißen wir gleich mal eine Runde. Schauen wir nochmal. Machen wir erstmal weiter. Wo ist der Chat? Ich muss das lesen. Ich glaube, das war nur ein Gag vom Spiel. Ja. Ich bin Silver Shroud, ja. Silver Shroud. Silver Shroud. Er kommt hier.
Kisten und ihn nicht erwartet. So, Clément, habt ihr schon viel Stuff? Sollen wir hier schon mal uns austauschen? Oh, mal die, okay, ich habe jetzt auch einen Vierfachzoom für meine M416. Mann. Alter, das ist richtig gut, ne? Ich weiß, du kannst von überall schießen. Überall, Mann! Von überall, und keiner weiß. Aber ich habe so wenig Munition. 556er. Ich würde euch alles geben für 556er. Ja. Ich habe ein bisschen, aber die brauche ich eigentlich. Lass uns mal zur Tankstelle runtergehen. Das ist doch ein. Markieren Sie es. Ich markiere die. Sollte da sein. Gar nichts, ich habe nichts. OP? OP. Hast du die markiert? Mhm. Rot oder was? Ja. Also auf Close Combat ist die OMP richtig gut. Also ja, die hat mir auch gut den Arsch gerettet eben. Richtig happy darüber. Eine Rifle wäre so happy, klingst du, hörst du dich gar nicht an. So. Ja, aber ich brauche eine Rifle, weißt du? Nee, nimm doch meine AK, komm. Ja, wir machen ja gleich den Haufen. Ja. Oder? Ja, machen wir da vorne in der Tanke. Clemens, schau mal bitte rechts von dir, ich weiß nicht, mit Alt, so ob da nicht einer läuft. Ich habe da gerade was gesehen. Eieiei. Das wirkte so ein bisschen. Wo? Aua. Ja, nee, vielleicht ist auch nichts. Aber zumindest ist ja gut, wenn ihr mal nach rechts guckt. Ich hatte das Gefühl, da läuft einer. Rechts gucken ist nie verkehrt. Bitte? Nee, sieht safe aus. War nur. Okay. Mal gucken, ob hier vor uns schon jemand sich verschanzt hat. Dupidu. Oh, dieses kleine Häuschen lassen wir mit hier. Oh, was kommt da? Kommt da was angefahren? Ja, was vorbeigefahren? Flotty, ey. Flotty McFlotzen. Flotzinger. Aber der fährt ewig weit, oder? Wo ist er? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Der war auch, ist vorbeigedüst. Der war bei mir super flott unterwegs. Das war nur ein Moped, ne? Ah, das ist schnelles Moped. Ich hätte ihn richtig gern weggeschlickert. Hey, hast du für die M4 das Tactical? Meine M4? Von hinten drauf? Für hinten? Nee, leider nicht. Das habe ich jetzt gerade für dich auch. Okay, das ist natürlich nice. Auf jeden Fall kriegst du damit die AK. Das gibt richtig Stabilität. Ja, ja, das ist schon nice. Okay, lass uns noch ganz zu rot durchgehen. Da ist auch ein schönes Haus. Dann können wir da in Ruhe, nur noch ein bisschen Moon. Das ist alles. Moon. Bisschen Zeug. Ich nehme hier keine Handwaffen. Rotes Haus. Ach, da. Also das, was ich markiert habe. Oh, wir sind genau an der Brücke hier, ne? Das ist immer eine sehr heiße Zone hier. Hier kommen so alle vorbei gedüst. Wir verlangen Brückenzoll. Ach Mann, ich hätte so gerne mehr Munition. 39 Schuss. Ich traue mich gar nicht, damit Quatsch zu machen. Naja. Naja. Du hast einen Vierer gesilenced, das kannst du ja wirklich so ganz kleine Salven abgeben. Ich mache nur noch Einzelschuss. Aus Vollautomatik-Krogi ist Einzelschuss-Krogi geworden. Nice. Extended Quick Draw. Weil ich kann nicht so gut sprayen, das kriege ich nicht hin. Hier ist noch eine AK mit Munition. Ui. Da werde ich euch hellhörig hin, ne? Timo liegt doch noch ganz viel Neuner, ne? Sorry. Ja, das ist eine Ump, oder nicht? Ja, ist völlig richtig. Ich habe aber auch schon sehr viel Neune. Okay. Aber erstmal lachen, ne? Nee, wir sind, Clemens und ich sind gerade in der Tür stecken geblieben. Ach so. Weil wir zu dick sind. Komm, wir machen hier mal kurz einen Change. Schön Häufchen. Aber auch sehr dünn. Was hier noch in der Ecke? Oh, was? Hier oben Häufchen? Ja. Am Fenster. Also, Tactical. Mit der Fachmann weiß am Fenster. Ja, was geht ab? Ja. Ich hab dir auf jeden Fall das Tactical gedroppt, das musst du nehmen. Das ist richtig geil. Rotpunkt und Holo. Holo nehme ich. Was mit der AK jetzt? Hast du die jetzt? Ich habe eine AK. Hast du ein bisschen Schuss? Ich kann dir ein bisschen Schuss nur geben. Nur so ein bisschen. Ich geb dir mal 15. Ich kann dir auch mehr geben. Ich kann doch 30 gehen, dann brauche ich aber ein bisschen 556er. Mhm. Ich habe auch nur 60 Schuss. Ja, ich habe 39. Komm, okay. Dann gebe ich dir 20. Ich gebe Timo jetzt 20. Na, da freue ich mich. 20, 7, 6, 2. Alter. Soll ich dir 10 Schuss geben, Krogi? Ja. Bringt dir das was? Ja. So, das ist doch gut. Ach, das ist hier eine Aufteilung. Das ist ja einfach. Das wir sparen uns ja alles vom Mund ab auch. Was mit Medics? Ich kann euch was geben. Ich habe gar keine Medics. Ich habe zweimal Erste-Hilfe-Koffer tatsächlich. Dann gibt es einen von mir raus. Einer ist für Timo. Sweet. Booster, oder irgendwas. Die ballern auch die Leute, ne? Ja, im Osten. Macht Simon gerade alle tot? Simon ist schon lange nicht mehr am Start, ey. Ja, leider. Ach. Aber.
Ja, aber der hat euch ja offensichtlich gesehen. Ja, aber der sitzt irgendwo im Osten und der muss hierher kommen eigentlich. Irgendwann, früher oder später. Im Osten sitzt der? Also ist der da oben vielleicht? Ich glaube ja, irgendwo Richtung Leuchtturm. Naja, wie gesagt, also das ist eine heiße Zone hier an der Brücke. Versteckt bleiben. Dass er so souverän schießt. Oder ist der? Naja, er muss uns ja schon irgendwie erhöht später. Ich habe gerade den ganzen Osten augenscheinlich abgecheckt und sehe nichts. Gut, der hat sich jetzt natürlich jetzt auch... Ist da eine Bewegung da oben? Da bei dem Häuschen, meinst du? Aber irgendeiner schießt da doch immer noch. Nee, bei dem Häuschen Team muss schießen nicht. Auf uns wird nicht... Nee, nicht auf euch, ja. Komm doch daher, oder nicht? Nee, die Schüsse kommen direkt von Südosten. Auf der anderen Seite der Brücke, behaupte ich. Mhm. Wir warten jetzt mal ab hier. Das scheint ein Brückencamper zu sein. Die sind ganz madig, diese Brückencamper. Wir können... Dann lieber Hauscamper. Ich würde ganz gerne hier mal ein bisschen abwarten. Ja. Ich guck mal so ein bisschen raus mit so Third-Person-mäßig. Ja. Alter, ist das ekelhaft. Das ist richtig geil. Also Clemens, du sagst... Ja, wir chillen hier mal kurz. Nice. Die Zone wird sich ja sowieso eher gen Westen bewegen, ja, ne? Genau, und wenn die wirklich aus der Richtung kommen, dann müssen die nämlich bald Fersengeld geben. Und dann mache ich die so fertig, weil ich die so absnacke hier oben. Alte Schwede, die werden so sterben. Ey, das ist richtig geil. Und wenn sie reinkommen, baller ich sie weg. Wir sind so ein unschlagbares Team. Das ist schon spannend jetzt. Das ist ein bisschen Silvester hier auch rechts. Ja, ne? Ist auch Silvester ein bisschen geht Süden, man ja mal. Schön Geböller. Silvester auf dem Balkon, ne? Wird richtig geknallt. Oder ist das hier neben uns? Nee. Also ich glaube, im Süden schießt es auch irgendwo Richtung Brücke. Ja, ja. Aber die schießen nicht auf uns. Die haben irgendeine eigenen Fight. Aber ist nicht der Sniper Tower da, nee, oder? Nee, da ist gar nichts am Sniper Tower. Ich würde gerne in den Sniper Tower reingehen. Aber ich glaube, das ist mir zu heiß. Mhm. Ich chill einfach mal, was Krogi sagt. Ja, das... Also mit seinem Scope. Du auch einen Scope? Also die ballern einfach, der trifft ja wohl gar nichts und der hat auch wahrscheinlich unendlich Munition. Das ist echt, der ist sehr liberal. Was ohne Scheiß, ey, der sagt einfach, ich, weißt du was, ey, ich hab da was gesehen. Ist auch nichts los. Da sterben Leute. Das ist gut, das spielt mir ja in die Karte. Ja, es sterben viele. Das ist meine Taktik. Jetzt schon wieder besser als in der ersten Runde. Da geht richtig was ab da wirklich hinten. Aber ist schön. Die dürften noch gar keine Muni mehr haben mittlerweile. Das Geile ist, die müssen ja auch hierher kommen. Die müssen alle hier vorbei. Haben wir denn alle was im Blick? Ja, ich würde fast auch mal sagen, jetzt müssen wir vielleicht auch mal tatsächlich unseren Eingang hier ein bisschen bewachen. Also ich habe immer noch so ein bisschen hier Felsen, Leuchtturm, Geschissel da oben. Ja, Krogi hat auf jeden Fall die Brücke, da brauchst du keiner Gedanken machen. Mhm. Okay. Aber alles andere ist natürlich... Dann gucke ich ein bisschen auf Kreuzung. Ich würde tatsächlich gerne so bei uns den näheren Bereich, muss ich mal irgendwie gucken. Ich gehe, glaube ich, mal nach unten. Dass sich da einer reinschleicht oder so. Na, das wäre ja wirklich... Hier fällt das, ist entfernt. Ah, 100 Meter reicht. Nicht da einer? Hey. War die Tür bewegt? Ich. Okay. Da liegt keiner. Mensch, die ballern ja immer noch da. Das ist ja... Layman-Stil. Das hört sich auch so nah an. Ja, es kann auch jemand am Boot sitzen unter der Brücke. Das geht auch. Die müssen doch jetzt... Die müssen doch jetzt... Lang kann da nicht mehr geschossen werden aus der Richtung eigentlich. Piu, piu. So, da hinten. Irgendwo müssen die kleinen Hampelmänner... Ich glaube, das ist der OMA1 oder so, der killt die ganze Zeit die Leute hier weg. Und der ist direkt, meinst du, bei uns oder was? Ich glaube, der hat eine K. Also der hockt irgendwo und ballert die Leute weg. Okay, es sind noch mehr Ks da am Start. Ui. Ich meine, solange die sich selber absnacken. Da, hier, da unten. Oma killt. Da, das ist der. Ja. Also vermutlich. Okay, Zone ist wie erwartet
Straße entlang Richtung Westen. Jetzt die Frage. Tür war? Ich. Ja. Wir können vom Dach runterspringen Richtung Westen. Dass wir nicht aus dem Haus müssen. Also ich, ja. Schwer zu sagen. Ich hab unten rausgeguckt. Also, wie weit ist denn noch überhaupt? Ihr habt im Turm neben uns, habt ihr nichts gesehen, ne? Naja, ich habe ein bisschen drauf geachtet. Aber der Turm, der hat mich längst umgebracht, weil ich den Turm super lange aus Acht gelassen habe. Aber wo hockt der, Alter? Und vor allen Dingen, der muss jetzt auch. Ja, das ist das Problem. Das ist jetzt mehr so ein... Ja, Drop, warte. Drop ist direkt vor uns. Ja, wir müssen auch bald los, ne? Bei wo? Südwesten geht ein Drop runter. Oh, da kommt irgendwas angefahren? Irgendwas angefahren? Ja, Auto. Ja. Du kannst ja schießen. Ich war zu spät. Nee, aber Krogi kann ja. Ja, ich war zu spät. Okay, also. Ich glaube, ihr müsst los jetzt. Okay, ja, wir müssen jetzt tatsächlich einfach irgendwie gucken, dass wir schnell Richtung Westen kommen. Ach, guckst du jetzt oben, oder was? Du lebst aber gefährlich. Ja. Okay, Leute, lass uns los Richtung Westen. Ich guck mal. Krogi? Komm mal. Wir müssen wirklich hier gucken, dass wir so ein bisschen durch den Wald kommen. Ja, Silver Shroud, Mann. Kommt der von da oben runtergesprungen. Ich hab ein bisschen Angst um unseren Rücken, ne? Ich hab den Rücken voll in Sicht. Guck dir nach vorne, ich guck nach hinten. Oh, vor allen Dingen rennt. Ja. Ihr schafft es nicht mehr ganz. Run. Ja, doch. Ist da vor uns mal was? Nee, ist ein Alarm. Was macht ihr da? Ich stolper über ihn. Okay, ruhig ein bisschen links halten, hier zwischen den Siedlungen durch. Ist hier irgendwo ein Fahrzeug? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wird da nicht so nah. Ah, Moment, da ist, glaube ich, ein Jeep auf der Straße. Das könnte, aber der ist nur zwei ja so. Nee, der ist kaputt. Der ist kaputt, wa? Nutzt euch das Terrain zum Schutz. Das schaffen wir schon. Ich guck wieder nach hinten, guck hier nach vorne. Ja, es ist jetzt eher so ein Glücksspiel hier, ne? Ja, aber hier ist schön, der Boden ist schön uneben. Da kann man schon. Ja, das stimmt schon, das ist gar nicht so scheiße. Ich glaube, wir sind gar nicht so krass zu sehen. Einer, ich gucke nach hinten, einer muss auf den Berg gucken, einer guckt nach vorne. Ja, ich schaue nach vorne in die. Okay, der Kreis kommt, aber ihr schafft's, wenn ihr einfach weiter rennt. Ich habe noch super viel Medics, also. Ja. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Ich wüsste, wir uns auf jeden Fall hochheilen können. Okay, hier links sind wir ganz gut geschützt, rechts natürlich. Ich glaube, direkt in die Zone, ne? Kommt ihr mit? Open. Ja. Okay, wechseln wir die Straßenseite? Ja, okay. Müssen wir ja. Ja. Müssen wir nicht unbedingt. Aber ist vielleicht gar nicht schlecht, hier oben im Wald. Ist jetzt natürlich ein Spot, so eine Anlaufstelle hier, wo da vielleicht echt viele Leute auch der Typ der Fall. So, auf 210 läuft einer parallel mit uns. Und am Strand. Den kann man snacken. Der läuft jetzt auf Richtung Straße. Seht ihr den? Nee, aber warte mal noch, bitte. Ah, ja, Krogi sieht ihn. Oh, der zielt auf euch. Ja, aber Krogi kann schießen, der weiß sowieso nicht, woher er kommt. Ich will nichts sagen, Krogi, verreiß nicht, aber hinter ihm ist noch einer, weiter hinten. Am kleinen. Ja, ich muss sparen, meine Munition. Also, es sind zwei jetzt. Okay, also wir müssen die unbedingt noch. Ich muss eh in die Zone. Wir müssen wissen, dass die da sind, also. Ich habe aber einen Schalldämpfer, also ich habe mich nicht verraten. Ich weiß, ich hoffe, das ist nicht von vorne. Ja, wer hat dich gesehen, ne? Und ich glaube, er hat uns alle gesehen. Da schießt aber auch einer. Silenced. Uiuiui. Wo ist das? Am besten jetzt wirklich low. Okay, ganz profile. Hinten auf 330 laufen auch Leute. Also die laufen alle parallel, links parallel und rechts parallel von uns. Sehr, sehr komische Situation. Ich booste mich mal. Ja, scheiße, die nächste Zone ist super weit weg. Wir müssen echt ein bisschen Strecke machen. Ist da vorne ein Auto? Nee. Ja. Wir sind ein bisschen gesandwiched jetzt, ne? In 30 Sekunden solltet ihr loslaufen. Ja, ich würde jetzt auch erstmal. Oh, ist hier irgendwas ist hier irgendwas? Ja, mir ist das eingeschlagen. Ist das eingeschlagen? Oh ja, von vorne, okay. Oh ja, da hinten. Seht ihr das? Wo das ist? Naja, ich glaube, du hast das Scope. Da ist auf jeden Fall Action da hinten. Vielleicht sollten wir das nutzen und einfach Vollgas geben. Ja, ihr solltet jetzt laufen. Es wird echt eng. Lauft ihr? Laufen wir? Ja. Okay. Let's go. Mach die super funky, ich bin... Funky. Zickzack-Hasi. Guckt wer links? Ja. Guck ich du? Oder? Ja, ich schau links. Ich kann auch links gucken. Dann guck ich rechts.
Okay, ich guck links. Ich guck links. Ich habe gerade alles vertauscht. Schau ich mehr nach vorne. Wo ist denn die Zone? Ach Gott. Naja, ist Panik-Mode gerade. Das ist echt Panik-Mode. Wir haben gleich alle im Rücken und vor uns haben wir auch Gegner. Mann, 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 Mann. Naja, Rücken. Das glaube ich gar nicht so. Die müssen ja erstmal sich auch bewegen. Aber es können uns natürlich auch Leute schön empfangen. Das ist gerade echt, wir müssen. Aber es sind viele Bäume hier. Das ist gut. Naja, die müssen uns erstmal treffen, das ist richtig. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall die Leute zu spotten, weil das ist schwierig. Okay, ich gucke nach links wiederum. Weil die liegen hier wahrscheinlich auch rum. Ja. Ich gucke nicht nach. Gerade hinter den Bäumen ist das schwierig. Und jetzt. Da ist einer. Vor uns. Oh ja, genau, das meine ich. Vor uns? Ja, genau vor uns am Stein. Zwischen Baum und Stein. Der Krogi rotzt raus. Ah nee, das ist der Clemens. Sehr gut. Du hast ihn auf jeden Fall getroffen. Der lebt noch, der lebt noch. Ich habe eine Granate, das ist eine Flashbang. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt schön cornern. Zu flankieren. Komm schon, zeig dich. Er hielt sich doch jetzt 100 Prozent. Er hat so viel kassiert. Oh, da steht er rechts, rechts. Jo. Oh, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Shit. Ich brauch ein bisschen Backup vielleicht. Shit. Ja. Zack, Headshot. Bam. Hey, Headshot. Fuck you. Laufen, laufen, laufen. Oh, oh ja. Fuck ja. Oh, müssen wir. Aber er war alleine, weil er tot war. Shit. Ah, oh, nein, die Zone. Ja, aber ich schaff das. Run, 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 run. Fuck, die ist schon richtig toll. Ja, die schmerzt. Packen wir. Packen, ja. Gut gemacht, Timo. Das war ein schöner Schuss. Du hast das gemacht, was ich nicht geschafft habe. Hätte ich auch direkt gezeigt. Oh, fuck, die frisst doch. Die ist doch auch schön. Auto. Auto von rechts. Okay, der zieht ganz schön. Clemens schafft nicht mehr. Ich glaube, ich schaff's wirklich nicht mehr. Schüsse auf uns oder was? Nee, Auto. Das wird aufs Auto geschossen. Mach's gut, Clemens. Bleib unter dem Hügel. Clemens zurück. Scheiße. Bleib unter dem Hügel. Oh Gott, Krogi. Oh, es tut so fucking weh. Oh, los, los. Oh. Ich muss mich hinlegen. Ihr seid hart. Okay, Krogsen. Was geht ab? Wenn wir ganz heile. Shit. Ich könnte mich nicht holen, nee, ist zu spät. Keine Chance. Fuck. Komm, schaffst du es noch rein? Ich hab's probiert, aber. Hast du noch was zum Heilen oder Boosten oder so ein Shit? Nee. Zum Heilen ja. Ich hab zwei Medkits. Also mir zwei Erste-Hilfe-Taschen. Kannst du mir eins geben? Ja. Ist natürlich jetzt Hammer. Sehr gut. Sehr schnell und sehr Hammer. Gut. Okay, was machen wir? Ja, hinkriechen leicht, oder? Aber unter dem Hügel bleiben. Ja. Und da mal gucken, wo die Party abgeht. Ah, oh, dieses Flankieren mag ich sehr hier, ne? Das ist gut. Wobei vorne. Ja, aber die Karte spielt uns eigentlich in die Karten tatsächlich. Weil wir jetzt runter. Wollen wir unten am blauen entlang? Ja, auf jeden Fall unten lang, klar. Da ist nur noch ein kleines Häuschen im weißen Bereich. Da ist mit Sicherheit einer, oder? Vorsicht ist da hinten, ne? Vorsicht da hinten. Auf SW ist super gefährlich. Und gerade weil wir crouchen, sind wir halt. In 30 Sekunden geht der blaue Ring los. Ja. Ihr solltet langsam rennen. Noch, das ist nicht so weit. Aber das Ding haut uns direkt weg, ne? 20. Aber der ist super langsam bei euch, der Ring. Das war? Boah, auf eurer Seite ist er ganz langsam. Leute, ihr müsst echt rennen jetzt. Ja, stimmt. Ist, ihr seid jetzt bei 10. Wer schießt 10 da? Sekunden. Ich lauf einfach. Okay, die boxen sich gerade selber weg. Komm, folgen wir mal. 5. Ja, also hier ist cool. Wie gesagt, auf eurer Seite ist der ganz, ganz langsam, das Ding. Da könnt ihr mitlaufen. Bewegt sich ja schon. Ach, super. Hui. Links ist ein Auto vom Timo, links davon. Ja, das aber das braucht Buggy, jetzt nicht mehr, ne? Ihr seid ja nur okay, zu Kruxen, zweit. Okay, was geht ab? Ja, erstmal warten. Wir haben eine gute Position. Der Berg schützt uns gerade. Wo bist du denn? Ich bin hinten. Ich bin schon hier, am Baum hinter dir. Oh, am Busch. Du hast einen geilen Busch, ey. Ja, ja, deswegen ja. Oh, ich will auch einen Busch. Okay, ich geh hier hinter. Hier ist keiner ganz, ganz nah. Ist quasi vor uns. Ja. Das ist gut. Sag, was du machst. Ich laufe. Sag, was du machst. Ich laufe. Wir müssen das zusammen machen. Ich laufe. Nicht komplett, aber. Wow, Krogi, das ist aber risky, wo du hingehst. Ich muss es tun. Sag doch bitte sowas an. Ich hab gedacht, dann sieht's keiner. Das ist wirklich fucking risky. Aber es ist geil. Ja, du musst spielen wie ein krankes Schwein.
Vor allem ballern die sich gerade 9 Leute noch am Leben. Ja, wie geil wäre es, wenn ihr es jetzt wirklich noch schaffen würdet. Das wäre ziemlich gut. Oh, ich bin im Ohr. Yes. Schießt du? Shit. Digga, bleib in der Baum. Sag doch was, Junge. Wo sind die? Direkt, direkt beim Häuschen. Ihr habt jetzt natürlich Bemerkungen gemacht, bevor ihr in der Zone wart. Ja. Autsch! Oh, Alter, shit. Von hinten muss irgendwo. Timo helfen. Oh, ah, Timo, geh da hinter den Baum. Bleib doch hinter den Baum. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich musste irgendwo weg. Krogi, du bist alleine. Ja, da ist er. Ja. Alter! Ja, ist der Hammer gewesen, der Typ. Fuck, Vierter, ne? Aber das war knapp. Ja. Ich hätte es euch so gegönnt. Fuck, wir hätten im Wald bleiben. Nee. Der Fehler lag allein bei mir. Der Weg war cool. Der Weg war super und die haben uns auch nicht gesehen und ich war zu schnell mit Schießen. Ja. Aber der Weg war genau der richtige. Lass dich nicht von abbringen. Okay. Oh, Scheiß. Na gut. Nur dann habe ich Kacke gespielt. Scheiße. Es war ein Riesenspaß, euch zuzugucken. Normalerweise bin ich frustriert, wenn ich direkt am Anfang, Aber das hat echt Spaß gemacht. Ihr wisst echt, was ihr macht. Und das Allerwichtigste, eine Sache, die dürfen wir nie vergessen, ist, Etienne Gardet war nicht dabei, als wir das Chicken Dinner geholt haben. Und ich durfte einem nackten Mann ins Gesicht schießen. Alter, also, ich will das nicht. Oh. Ja, was will man eigentlich noch mehr? Wir haben alles erreicht. Wir hören jetzt auf. Ja. Das war toll. Gerne wieder. Alles erreicht. Wenn es heißt, Pupke at Beans. Schönen Abend noch. Tschüss.